Moin moin Leute, ich bin der Neko und wie angedroht werde ich jetzt zeigen, wie man im Remake von Resident Evil 2 ganz locker die Minigun freischaltet. Das geht nur mit Claire, aber an sich sind die Rahmenbedingungen die gleichen wie im Leon Playthrough vor kurzem auch. Wir brauchen wieder den S+ Rang im Schwierigkeitsgrad Veteran. Den holen wir uns wieder im A-Szenario und somit haben wir wieder ein Zeitlimit von 2,5 Stunden. Und wir dürfen nur maximal dreimal speichern. Ich werde jetzt immer wieder mal den Leon Playthrough von neulich erwähnen, aber ihr müsst ihn nicht zuvor gesehen haben, um mit diesem Video hier was anfangen zu können. Ich werde auch heute wieder alle wichtigen Sachen sehr ausführlich erklären. Aber auch diesen Playthrough hier zeige ich komplett am Stück und der wird unzählig lang. Also bringt auf jeden Fall ordentlich Zeit mit, ansonsten kann ein Lesezeichen oder auch ein Kanalabo dabei helfen, meine Videos später wiederzufinden, solltet ihr zwischendrin eine Pause brauchen. Und natürlich werde ich auch heute wieder alles live kommentieren, also freut euch schon mal auf jede Menge peinliche Versprecher, diverse grammatikale Totalaussetzer und natürlich der allgemeinen Aussprache eines lobotomierten Faultieres. Ich bin nach wie vor so ein kleines bisschen hitzegeschädigt und im Moment auch ziemlich K.O. Aber hey, es hilft alles nichts. Legen wir endlich los. Ich werde auch dieses Mal sämtliche Filmsequenzen überspringen, denn wir brauchen die nicht. Dieses Video wird ohnehin ein kleines bisschen länger, denn ich werde jetzt mit Claire ein paar Sachen anders machen als mit Leon. Der Leon-Playthrough war sehr minimalistisch. Wir haben nur das Allernötigste gemacht und das kann man sich bei Leon auch durchaus erlauben. Aber bei Claire kann das zu einigen unschönen Komplikationen führen. Und die will ich uns hier ersparen. Deshalb werde ich jetzt mit Claire einige Sachen nachholen, die ich mit Leon nicht gezeigt habe. Und somit wird dieser Playthrough auch ein bisschen umfangreicher. Aber keine Sorge, wir kommen am Ende immer noch locker mit dem Zeitlimit hin. An unserem ersten Zombie laufen wir erstmal nur vorbei. Denn während er noch aufsteht, kann er nicht angreifen. Wir schnappen uns den Schlüssel. Drehen uns um und wie es aussieht, will der Zombie gerade rechts in die Ecke. Das heißt, links haben wir freie Bahn und können hier ganz ungehindert entkommen. Gelegentlich kommt euch das Sackgesicht aber entgegen, wenn ihr mit dem Schlüssel abhauen wollt. Ihr müsst hier noch keine Waffe einsetzen. Ihr könnt in den Zombie reinlaufen, euch beißen lassen und ihr schmeißt ihn automatisch zu Boden. Ab da könnt ihr dann praktisch wie gehabt entkommen. Und macht euch wegen der Verletzung keine Sorgen. Denn sobald ihr das Intro hinter euch habt und die ganzen Filmsequenzen vorbei sind, startet ihr wieder mit voller Lebenskraft. Und ja, das geht auch mit Leon. Ganz kurz zum ganz großen Unterschied zwischen Leon und Claire. Das wäre in erster Linie die Bewaffnung. Leons Waffen sind sehr benutzerfreundlich, recht universell einsetzbar. Seine Shotgun ist eine Antwort auf so ziemlich alles im Spiel. Claires Waffen hingegen sind recht speziell und sie hat im Prinzip viele Antworten auf viele Fragen. Somit ist sie ein kleines bisschen anspruchsvoller zu spielen, aber wenn man ihre Karten richtig ausspielt, kann man gerade die letzten Stellen im Spiel wirklich bis zur Lächerlichkeit hin kastrieren. Und das habe ich heute vor. Hier halte ich mich jetzt rechts, denn ganz egal, was der Zombie auch macht. Wir haben hier den Platz zum Ausweichen. Die Biester können uns rein gar nichts. Die anderen müssten erst noch aufstehen. Bis sie das hingekriegt haben, sind wir schon längst weg. Ganz kurz zu Claires Waffe am Anfang. Wir starten das Ganze hier mit einem Revolver und der hat nur eine Kapazität von 5 Schuss. Das ist praktisch gar nichts. Somit müssen wir den Revolver sehr häufig nachladen und das dauert gerade am Anfang recht lange. Denn im Moment muss Claire noch jede Patrone separat in die Trommel reinfriemeln. Und das dauert. Von daher haben wir jetzt gerade einen gewissen taktischen Nachteil und deshalb werde ich hier im Ostflügel die Waffe nicht benutzen. Ich zeige euch, wie ihr vor allen Gegnern weglaufen könnt, inklusive Gary. Wir schnappen uns hier die Munition, machen das Licht an und das hier ist laut Karte der Presseraum. Merkt euch den für später. Wir kommen nochmal wieder. Als nächstes machen wir hier den weiteren Gang frei. Aber bevor wir zu Elliot rübergehen und den nächsten Event auslösen und die Zombies quasi den gesamten Ort hier stürmen,
gehen wir nochmal ganz kurz zu kleinen Mädchen. Denn hier auf der Damentoilette gibt es ein einsames, kleines, trauriges Erste-Hilfe-Spray und das sucht nach einem neuen Besitzer. Und das will ich mir holen, solange hier noch alles ruhig ist. So, Leute, die den Leon-Playthrough gesehen haben, kennen Gary. Das hier ist Gary. Merkt euch Gary. Gary ist ein oller Wichser. Der wird gleich aufwachen und dann will er zu uns hier in dieses Büro rein und ein bisschen knabbern. Darauf habe ich jetzt keinen Bock, also stelle ich mich hier auf die gleiche Höhe hin wie der weiße Karton, rechts, und sobald die Tür aufspringt, renne ich einfach nur an Gary vorbei. Later, Loser. Aber wir bleiben hier nicht stehen. Wir halten uns hier rechts, rennen an diesen Zombies vorbei und haben jetzt auch die Anfangspassage soweit überlebt. Wenn irgendwas schief geht, dann in den ersten 4 Minuten, und wenn was schief geht, dann fangt am besten nochmal von vorne an. Wir kriegen hier unser erstes Kampfmesser und mit dem können wir jetzt auch den Weg in den Westflügel freimachen. Also schneiden wir hier das Klebeband durch, ziehen an diesem Hebel und während sich der Rollladen langsam öffnet, schnappen wir uns noch ein weiteres Spray und beide Sprays werden jetzt auch sofort in die Truhe wandern. Die sind jetzt unsere eiserne Reserve. Wenn irgendwas schief geht, greifen wir auf die zurück. Wir lassen jetzt aber auch das Kampfmesser hier, denn im Moment brauchen wir es nicht und ich werde euch später zeigen, wie ihr den ersten Boss ganz locker mit einem Kampfmesser platt machen könnt. Das grüne Kraut hier nehmen wir mit und wir schnappen uns auch die Munition hier. Kleiner Trick im Umgang mit Zombies, ein Biss auf Veteran reicht aus und ihr seid mit der Lebenskraft sofort im roten Bereich. Aber ihr müsst euch nicht jedes Mal auf grün zurückheilen, um den nächsten Biss überstehen zu können. Es reicht aus, wenn ihr euch auf Vorsicht zurückhaltet, also auf Gelb. Dafür reicht ein einzelnes grünes Kraut aus. Ihr müsst nicht die ganze Zeit über eine volle Dröhnung schlucken oder so. Das ist absolut nicht erforderlich. Bei Bossen würde ich dann doch schon zusehen, dass ich mich vollständig heile. Aber bei Zombies ist das so nicht erforderlich. Wir nehmen auch hier die Munition mit. Und hier haben wir eine Tür, die ist durch eine Kette gesichert. Da kommen wir jetzt noch nicht durch. Müssen wir aber auch nicht. Denn wir können uns an diesem Flur hier austoben. Den werden wir noch ein paar Mal aufsuchen. Und den werden wir jetzt auch säubern. Den ersten nehmen wir aufs Korn. Das machen wir aus einer sicheren Distanz. Und wartet beim Zielen, bis das Fadenkreuz geschlossen ist. Dann habt ihr einen Punkt in der Mitte und wisst ganz genau, wo die Kugel hingehen wird. Ansonsten streut die Waffe. Der ist ganz sicher nicht tot. Wir laden nach. Wir gehen auf ihn zu. Und wir halten immer auf seinen Kopf. Mit ein bisschen Glück bringen wir die Birne zum Platzen. Das wäre ein kritischer Treffer. Aber ich denke mal, der hat so oder so hinter sich. Sein Kollege hier ist in aller Regel etwas widerstandsfähiger. Das heißt, entweder wird seine Birne platzen oder wir werden sehr viel Munition hier verlieren. Haltet auf jeden Fall ordentlich Abstand. Während des Nachladens sitzen wir hier buchstäblich auf dem Silbertablett. Komm her, komm her. Manchmal müsst ihr so ein paar Geduldsspiele mit den Zombies spielen. Werdet nicht ungeduldig. In dem Moment, wo ihr ungeduldig werdet, macht ihr Fehler. Und das wird sich ganz böse rächen. Bist du wirklich tot? Er ist es nicht. Aber wir haben ihn offenbar jetzt schon so weit lobotomiert, dass er nur noch kriechen kann. Also werden wir ihn jetzt von seinem Leiden erlösen. Würdest du jetzt gütigerweise abnippeln? Selbst Claire findet das nicht lustig. Ich glaube, der hat es hinter sich. Okay, wir werden unseren Munitionskonsum hier ein bisschen ausgleichen. Dazu öffnen wir das Schließfach 109. Und es gibt hier noch weitere Schließfächer, die man öffnen könnte, aber dafür müsste man extra fehlende Tasten ersetzen. Und ganz ehrlich, das lohnt sich kaum. Das ist ein Zeitaufwand, den kriegt ihr später nicht wieder raus. Wir nehmen hier die Munition mit und werfen einen Blick auf eine zukünftige Waffe. Hier haben wir den Granatwerfer und Brandgeschosse. Aber wir brauchen erst noch die entsprechende Schlüsselkarte, sonst können wir das Ding nicht mitnehmen. Wir kommen nochmal wieder. Hier im West Office gibt es auch nochmal ein paar ganz gute Gegenstände. Aber diesen Ort will ich auch zu einem Shortcut umfunktionieren. Den Zombie hier lassen wir in Ruhe. Solange wir ihm nicht so nahe kommen, wird er nicht aufwachen. Das heißt, wenn wir ihn nicht stören, stört er uns auch nicht. Und ich denke mal, das ist ein fairer Deal.
Wir nehmen hier das Pulver mit. Schnappen uns noch die Munition. Und der Zombie muss gleich weg. Bevor wir den aber aufs Korn nehmen, holen wir uns noch ein Upgrade für den Revolver. Das linke Schloss öffnen wir mit der Kombination NED. Und das rechte mit der Kombination MRG. Und ja, die Puzzle sind zwischen Leon und Claire zu 90% identisch. Wir nehmen hier den Schnelllader, verbauen den sofort am Revolver und jetzt haben wir eine kürzere Nachladeanimation. Claire muss nicht mehr jede Patrone separat in die Trommel reinfriemeln, sondern lädt gleich alle 5 Schuss gleichzeitig nach. Das macht die Waffe wesentlich benutzerfreundlicher. Aber wir sollten nach wie vor aufpassen, dass die Biester nicht zu nahe kommen. Auf den letzten Meter hin machen sie gerne einen Spurt oder einen Ausfallschritt. Und ab da ist es recht schwierig, deren Angriff nochmal zu entgehen. Na komm, geh drauf. Sei ein Bro. Das könnte jetzt schon gereicht haben. Es hat gereicht. Ich mache immer wieder mal so einen Kontrollschuss und ich warte einen kurzen Moment ab, bevor ich weiterfeuere. Ansonsten stellen sich die Biester nur tot und das kann hässlich ausgehen. Zu guter Letzt werden wir hier noch den Tresor plündern. Das machen wir über die Kombination 9, 15 und 7. Hier haben wir eine Gürteltasche und die erweitert unser Inventar um 2 weitere Slots. Es gibt insgesamt 3 Stück von denen. Die erste hier, die zweite bei den Schließfächern, was sich wohlgemerkt nicht lohnt, und die dritte dann später im Umbrella-Labor. Die dritte werden wir uns noch holen, aber jetzt haben wir erstmal grundsätzlich mehr als genug Platz, um mit dem Rest des Spiels locker fertig zu werden. Wir nehmen uns hier die Holzbretter mit und die verbauen wir hier am Fenster. Somit wird hier kein Zombie mehr durchkommen und er kann jetzt da rumklopfen, bis der Arzt kommt. Das wird ihm nichts bringen. Hier kriegen wir jetzt ein zweites Pulver. Das kombinieren wir mit dem ersten und kriegen dadurch noch ein bisschen Munition. Hier haben wir noch ein rotes Kraut und wenn wir rot und grün kombinieren, bekommen wir eine vollständige Heilung, aber die lässt sich später noch weiter ausbauen. Wenn wir ein blaues Kraut noch hinzupacken, kriegen wir extra Effekte und die brauchen wir unbedingt später im Spiel. Wir lassen jetzt alles hier, bis auf den Revolver, die Munition und das grüne Kraut hier. Wir kriegen gleich noch ein rotes. Und das werden wir dann quasi on the fly kombinieren. Als nächstes geht es in den ersten Stock. Hier schnappen wir uns noch mehr Munition, keine Sorge. Der Zombie wird dadurch noch nicht aufwachen. Und lasst euch Zeit beim Zielen. Wenn der Typ noch auf der Treppe zugange ist, ist er noch relativ langsam. Aber sobald er da runter ist, wird er wahrscheinlich einen Zahn zulegen. Und das könnte ein bisschen abnerven. Komm, geh drauf. Nur kurz warten. Ja, jetzt hinter sich. Der nächste bitte. Die würde so oder so irgendwann aufwachen. Und dann müssten wir sie auf jeden Fall erledigen. Lasst einen Zombie in einem Treppenhaus bloß nicht zurück. Weil die werden sich irgendwohin positionieren, wo ihr es überhaupt nicht gebrauchen könnt. Und die kommt mir jetzt ein kleines bisschen zu nah. Ist ein bisschen zu schnell unterwegs. Und deshalb schieße ich nur auf den Brustkorb. Ich bringe sie zu Boden, mache jede Menge Schaden und dann kann ich immer noch gucken, ob sie wirklich tot ist. Jo, die ist weg. So, die beiden Kräuter kombinieren wir. Und wir gehen ins nächste Stockwerk. Das Treppenhaus hier und den Flur unter uns haben wir komplett gesäubert. Das wollte ich auch auf jeden Fall so haben, weil wir werden später noch von einem Licker wegschleichen. Und das geht nicht, wenn einer der Zombies noch am Leben ist. Wir holen uns hier den Inhalt aus dem Schrank und das Schloss lösen wir mit der Kombination DC und M. Wir bekommen hier satte 100 Schuss für die Maschinenpistole und die Waffe will ich auf jeden Fall später noch haben. Wir nehmen auch den Piekschlüssel mit, ansonsten würden wir gleich nicht sonderlich weit kommen. Macht euch wegen dem Licker da keine Sorgen, das ist einfach nur quasi zum Spannungsgenerieren, das ist nicht weiter tragisch. Nehmen hier das Pulver mit. Die Bretter brauchen wir nicht. Aber den Typen sollten wir auf jeden Fall runterschießen.
Denn auch hier wird später ein Licker auftauchen. Vor dem will ich wegschleichen. Und wie gesagt, das geht nicht, wenn ein Zombie noch in der Nähe ist. Weil die nötigen uns dazu, Krach zu machen. Und Krach und Licker sind eine Kombination, die wollt ihr genauso wenig wie Kopfkissen und Scheiße. Der Zombie muss nur unten liegen. Das heißt, der ist jetzt definitiv deaktiviert. Wir schnappen uns hier noch ein bisschen Munition. Und da vorne haben wir C4. Das wollen wir später noch in die Luft jagen. Wir kommen nochmal wieder. Hier unten ist irgendwo ein weiblicher Zombie. Die ist gerade an der Leiter. Und wo wir schon mal bei der Leiter sind, benutzt die nicht. Da unten ist ein Zombie am Fressen. Der würde sich gestört fühlen, wenn ihr die Leiter benutzt. Der Boden hier vor uns würde brechen, wenn wir auf ihn drauf treten. Das würde auch den Zombie beim Fressen stören. Und unter uns ist noch ein Zombie, der ist am Pennen. Der würde auch wach werden. Triggert diese beiden Zombies nicht. Es reicht, dass wir die alte hier haben, und wenn wir die ausschalten, haben wir hier erstmal Ruhe. Die anderen beiden Zombies können wir ganz getrost ignorieren. Und das war ein Crit. Die alte ist platt. Auch dieses Kampfmesser brauchen wir später beim ersten Boss. Die beiden Pulver machen wir wieder zur Munition. Aber jedes weitere Pulver, das wir jetzt aufnehmen, ist für die Herstellung von Säuregeschossen vorreserviert. Das nur mal vorweg. Hier holen wir uns jetzt das erste von 3 Meter Jungs. Und die Lösung hierfür lautet Fische, Skorpion und Vase. Wir brauchten 3 Stück, um im Eingangsbereich einen Geheimgang freizumachen. Quasi wie im Original auch. Hier werden wir jetzt ein Puzzle für später vorbereiten. Die ersten beiden Regale verschieben wir nach rechts. Und das rechts außen einmal nach links. Da sind dann nur noch 2 Handschläge, die getan werden müssen, und das können wir zur Not später auch unter Zeitdruck machen. Je nachdem, wie es läuft. Wir nehmen aber auch hier auf jeden Fall die Munition mit. Und jetzt sind wir hier erstmal fertig. Bis auf eine Kleinigkeit. Wir nehmen noch das rote Buch hier mit. Das werden wir noch brauchen. Hier brauchen wir jetzt den Peak-Schlüssel. Ansonsten müsste man jetzt den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Und glaubt mir, das ist mir einmal passiert und man fühlt sich dabei wirklich scheiße dämlich. Die Munition hier sacken wir ein. Und da vorne ist eine Löwenstatue und die hat auch Medaillon Nummer 2. Das Ding holen wir uns sofort. Die Lösung lautet Löwe, Zweig und Adler. Diese beiden Medaillons werden wir jetzt auch an der Statue hier unten verbauen und dann sind die auch erstmal aus unserem Inventar raus. Ansonsten müssten wir sie in einer Truhe zwischenlagern, nur so würden wir den Platz im Inventar wiederkriegen. Also setzen wir sie hier ein und müssen uns auch keine weiteren Gedanken mehr um die machen. So Elliot was right. Yeah, we're not out of here yet. Auch hier benutzen wir den Peak-Schlüssel und jetzt steht unser Shortcut für später. Quasi der direkte Weg zwischen der Eingangshalle und dem Bereich, den wir gerade gesäubert haben. Bevor wir weitergehen, werden wir noch ein paar Gegenstände hier in der Truhe zurücklassen. Die Munition lasse ich hier zurück, die brauchen wir erstmal nicht, wir kriegen gleich ohnehin noch welche. Der Revolver sollte nur geladen sein. Die Heilung kommt weg, diese Munition kommt weg und auch das Messer. Wir nehmen nun den geladenen Revolver, den Peak-Schlüssel und das rote Buch mit. Mehr brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt nochmal in den Ostflügel, allerdings über den ersten Stock, aber wir gehen nochmal gleich an Gary und seinen Freunden vorbei und dort liegen noch jede Menge Gegenstände und ich will alle wichtigen Sachen in einer Tour mitnehmen können. Wenn ich irgendeinen Gegenstand dabei habe, den ich gerade nicht unbedingt brauche, muss ich da zur Not noch ein weiteres Mal durch und das könnte recht ungesund werden. Wir nehmen das Kraut hier mit und hier gibt es einen weiteren Tresor, den werden wir später plündern. Das hier war das letzte Schloss für den Peak-Schlüssel. Wir haben ihn überall eingesetzt und somit ist der Schlüssel auch aufgebraucht und wir können ihn wegschmeißen. Hier haben wir die Schlüsselkarte für den Granatwerfer. Und hier haben wir einen verdächtig aussehenden linken Arm und den kombinieren wir mit dem roten Buch aus der Bibliothek. Wenn wir das Ganze hier an der Statue verbauen, bekommen wir das Zepter. Und somit auch dieses rote Juwel. Das brauchen wir später, um der Maschinenpistole etwas näher zu kommen.
Der Weg zur Maschinenpistole oder in Leons Fall der Magnum ist ein kleines bisschen kompliziert. Aber es kann sich durchaus lohnen, diese ganzen Schritte durchzugehen. Von daher machen wir das. Wie es aussieht, hat jemand gerade bei Pekatari einen neuen Helikopter bestellt. Und diesen Witz verstehen nur Leute, die Ghost Recon Wildlands gespielt haben. Ist egal. Diese beiden grünen Kräuter kombinieren wir miteinander. Mit denen können wir uns von Rot auf Grün zurückheilen. Sollte gleich irgendwas schief gehen. Die Bretter hier brauchen wir nicht. Die sind für uns erstmal nicht interessant. Aber wir nehmen die Munition mit. Und den Bolzenschneider. Jetzt kriegen wir auch jede Tür auf, die mit einer Eulenkette gesichert ist. Aber wir werden jetzt durch diese Tür nicht durchrennen. Denn es kann sein, dass entweder Gary oder einer seiner Freunde direkt hinter der Tür auf uns wartet. Wir machen die Tür vorsichtig auf. Vorne ist nichts, hier ist kein verdächtiger Schatten. Wir können hier weiter, da kommt ein Zombie durch. Gary steht da vorne. Und wenn wir uns hier unauffällig verhalten, kriegen die meisten Zombies überhaupt nicht mit, dass wir überhaupt da sind. Das gleiche auch mit dem Typen da vorne. Von daher rennt hier nicht wie ein Berserker durch. Wir schnappen uns hier die Blendgranate. Die Munition. Wir gucken immer wieder mal, was der Zombie davor hat. Und es kann sein, dass er gleich über die Tische kriecht. Wir nehmen den Ventilgriff mit. Das hochwertige Pulver. Die Hauptzutat für Säuregeschosse. Die brauchen wir. Und ja, er kriecht gerade hier einmal drüber. Ist in Ordnung. Hier haben wir eine Sicherung. Und wie ihr seht, das geht gerade so mit dem Inventarplatz auf. Den Weg machen wir frei. Und wir hauen ab. Die Sicherung setzen wir hier ein. Und der Rollladen öffnet sich wieder. Achtet auf jeden Fall hier auf den Gang. Im Moment ist nichts los, weil wir haben hier weder geschossen noch sonst irgendwie Krach gemacht. Da taucht gerade eine Witzfigur auf, aber wir sind schon längst weg. Die Zombies können uns auch nicht hier in die Eingangshalle folgen. Wir schmeißen jetzt das Pulver, den Klunker und den Flashbang raus. Den Rest lassen wir drin. Diese Kräutermischung brauchen wir gleich. Solltet ihr die schon verbraucht haben, weil eben irgendwas schiefgelaufen ist, ist das nicht weiter schlimm. Nehmt ein Erste-Hilfe-Spray raus, denn es kann gut sein, dass wir gleich eine Heilung brauchen. Das hier ist eine reine Glückssache. Bei unserem zweiten Besuch im Westflügel haben wir hier lauter Zombies. Den am Fenster ignorieren wir. Wir rennen einfach weiter. Und den nächsten müssen wir auf jeden Fall stunnen. Okay. Den haben wir das Bein abgetrennt. Und ich sehe hier gerade den Zombie mit der Warnweste nicht. Der sollte hier eigentlich auftauchen. Das heißt, der wartet irgendwo hier. Und jetzt könnte es recht schwierig werden, hier an dem Typ nochmal vorbeizukommen. Das hat jetzt gerade noch so geklappt. Aber zur Not hätte ich diese Doppelgrünmischung genommen. Ich hätte den Angriff getankt und wäre dann einfach hier durchgelaufen. Dafür haben wir den Kram dabei. Das hier war der letzte Einsatz von dem Bolzenschneider. Und hier haben wir gleich den nächsten Schlüsselgegenstand. Das hier ist ein Zünder. Und wenn wir jetzt noch eine Batterie kriegen, können wir oben das C4 in die Luft jagen. Wir nehmen noch dieses grüne Kraut mit. Wir nehmen hier den Flashbang. Und diese Bretter. Die brauchen wir erst wesentlich später, aber wir haben sie schon mal. Als nächstes holen wir uns den Granatwerfer. Aber ganz ehrlich, an sich braucht ihr das Teil erst gegen Ende des Spiels. Versucht nach Möglichkeit, euch den Granatwerfer bis zum Schluss aufzuheben. Je länger ihr mit dem Einsatz dieser Waffe wartet, umso leichter wird das Umbrella-Labor zum Schluss. Theoretisch könntet ihr auch den Granatwerfer hier zurücklassen. Das wäre nicht weiter tragisch, weil im Nest kriegt ihr das Ding so oder so. Aber das ist euch überlassen. Solltet ihr den Granatwerfer vorzeitig schon einsetzen wollen, zeige ich euch natürlich noch einen Plan B, um mit den Ivys später fertig zu werden. Aber alles zu seiner Zeit. Den Revolver brauchen wir nicht mehr, der hat de facto erstmal ausgedient. Wir packen die Munition weg, die brauchen wir auch nicht. Der Granatwerfer und die Munition kann raus, das Brett brauchen wir nicht. Und den Flashbang auch nicht und diese Heilung kann auch weg. Diese drei Gegenstände hier sind alles, was wir gerade brauchen. Also das grüne Kraut, den Zünder und den Ventilgriff. Und ja, wir rennen gerade ohne eine Waffe los. Das ist absolut in Ordnung, denn dafür haben wir diesen ganzen Bereich hier sauber gemacht.
Wir werden gleich noch auf ein paar Gegner treffen, aber da würden unsere Waffen auch nicht unbedingt weiterhelfen. Da werden wir schleichen. Hier benutzen wir den Ventilgriff und drehen den Dampf ab. Das ist jetzt auch unser Weg zum Stars-Büro. Diesen Schrank öffnen wir mit der Kombination C-A-P. Und bekommen hier ein paar Brandgeschosse. Die können wir nur finden, wir können sie nicht selber herstellen. Da haben wir nochmal welche. Und hier hätten wir jetzt einen tragbaren Tresor. Und die Dinger braucht man, um die Tasten unten zu ersetzen. Der Grund, warum ich mich mit diesen Dingern nicht gerne herumschlage, ist einfach der, dass die Lösung für die Dinger zufallsgeneriert ist. Aber wenn ihr ein Blatt Papier habt und einen Stift, könnt ihr die Dinger auch so lösen. Ihr macht euch 8 Kreise, so angeordnet wie die Tasten hier. Das hier wäre zum Beispiel 7. 2. 1. Sechs. Drei. Vier. Acht. Und das wäre 5. Wenn ihr das Ganze eingetragen habt, gebt ihr die Sachen dann auch dementsprechend hier einmal ein. 1, 2, 3, 4. Wo war 5? 5 war hier unten. 6, 7, 8. Man kann das so machen, man muss es nicht unbedingt. So könnt ihr ganz locker diese Tasten bekommen. Aber ganz ehrlich, die Gegenstände braucht ihr nicht unbedingt. Wir nehmen aber hier das Pulver mit und hier kriegen wir noch mehr Brandgeschosse. Den Licker hier oben können wir erstmal ignorieren. Beim ersten Besuch hat er uns nicht sofort auf dem Schirm. Wir schnappen uns hier die Batterie und verbauen die sofort in unserem Zünder. Jetzt können wir das C4 oben in die Luft jagen. Aber vorher nehmen wir hier noch alles mit. Das rote Kraut kombinieren wir mit dem Grün. Das ist jetzt die Kräuterkombi Nummer 3. Wir schleppen uns noch hier das Dings rein, das Pulver. Ebenso das erste Hilfespray. Noch mehr Brandgeschosse. Ja, wir bauen langsam einen respektablen Vorrat auf. Und diesen Flashbang. Den brauchen wir gleich. Wenn wir durch diese Tür gehen, machen wir das Ganze langsam. Denn der Licker ist noch da und er wird auch da bleiben. Solange ihr nicht rennt, wird er nicht aggressiv. Ihr solltet aber auch nicht in ihn hineinlaufen, deshalb halte ich mich hier so rechts wie möglich. Und das kriegt der Licker zwar mit, aber er hat uns noch nicht als Beute auf dem Schirm. In diesem Raum wäre der zweite tragbare Tresor, aber für den bräuchte man den Karo-Schlüssel. Und wie ihr seht, kann man ganz easy an diesen Lickern vorbeischleichen. Das ist noch nicht mal wirklich schwer. Man muss nur einmal gesehen haben, wie das geht, ansonsten deutet man die Körpersprache von denen falsch, man gerät in Panik und den Rest könnt ihr euch sicherlich denken. Den Zünder platzieren wir hier. Und während der Timer läuft, verschwinden wir ganz kurz aus diesem Raum. Denn während die Bombe hochgeht und wir nicht in dem Raum drin sind, wird auch dieser Schrank hier nicht umfallen, warum auch immer. Und das spart uns gleich einen lästigen Arbeitsschritt. So, Medaillon Nummer 3 gibt es hier. Und die Lösung lautet Gesicht, Bogen und Schlange. Die Motive sind hier angerostet, aber ich denke mal, man kann sie noch ganz gut erkennen. So, jetzt haben wir alle. Und wenn wir durch diesen eingezäunten Bereich durchgehen, schmeißen wir den Flashbang. Und bleiben kurz stehen. Wie ihr seht, ist der Licker nicht aggressiv, obwohl es eigentlich sein sollte. Somit haben wir jetzt halt sein gesamtes Verhaltensskript einmal auf neutral gesetzt. Ich meine, wenn die Dinger aggressiv sind, das merkt ihr sofort. Und sie springen mit einer chirurgischen Präzision auf euch zu, versuchen euch mit der Klaue zu lobotomieren. Und wenn ihr einen Flashbang einsetzt, könnt ihr das gesamte Verhaltensskript resetten,
sie sind wieder neutral und ihr könnt, wie gehabt, an ihnen vorbeischleichen. Ihr müsst nicht einen einzigen Licker bekämpfen. Das ist wesentlich sicherer, schneller und ressourcensparender. Und es spart auch Nerven. So, Medaillon Nummer 3 wird eingesetzt. Und da hätten wir unseren Geheimgang. Wir gucken mal ganz kurz auf die Zeit und ich habe ungefähr 28 Minuten gebraucht, um hier anzukommen. Das ist noch im Rahmen. Wenn ich das Ganze leise für mich selber spiele, brauche ich ungefähr 20, 22 Minuten. Aber das kann mal so und mal so laufen. Es gibt verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Manchmal gehen die Zombies schneller drauf, manchmal braucht man nicht alle Gegenstände. Das ist mal so und mal so. Ihr solltet auf jeden Fall zusehen, dass ihr nicht mehr als 40 Minuten braucht, um hier anzukommen. Das ist die absolute Schmerzgrenze. Im Leons Playthrough habe ich gesagt 30 Minuten, aber Leon wird auch ein bisschen schneller mit den Zombies fertig. Wenn ihr mehr als 40 Minuten braucht, habt ihr ein derbes Defizit. Und das später auszubügeln kann schwer werden. Deshalb seht zu, dass ihr diese Schwelle nicht überschreitet. Und im Zweifelsfall fangt nochmal von vorne an. Gerade am Anfang könnt ihr sehr viel Zeit sparen. Manchmal hat man Glück mit den Zombies, sie gehen schneller drauf und wie gesagt, da gibt es verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen können. Und ganz wichtig, wenn ihr jetzt noch gut in der Zeit liegt und es gibt noch irgendeinen Gegenstand, den ihr unbedingt haben wollt, holt ihn jetzt. De facto, wir gehen nochmal los. Wir holen uns jetzt den Inhalt von dem Tresor. Das muss man nicht unbedingt machen, aber wenn wir schon mal dabei sind, wir haben die Zeit. Das ist nicht weiter schlimm. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hierhin zurück. Öffnen Tresor Nummer 2. Das machen wir mit der Kombination 6, 2 und 11. Hier gibt es ein verlängertes Magazin. Und das ist für eine Pistole, die sehr bald unseren Revolver komplett ersetzen wird. Bis wir die Pistole kriegen, werde ich den Revolver auch nicht mehr einsetzen. Auch nicht beim nächsten Boss. Den nächsten Boss machen wir mit Kampfmessern. Das ist wesentlich zeitsparender, effektiver und es spart natürlich auch jede Menge Ressourcen, weil der erste Boss ist super empfindlich gegenüber Kampfmessern, aber konventionelle Waffen machen so gut wie keinen Schaden an dem Biest. Von daher versucht das Ganze erstmal mit einem Kampfmesser und wenn alle Stricke reißen, könnt ihr immer noch zu den konventionellen Waffen greifen, wenn ihr euch damit besser fühlt. So, wir nehmen jetzt beide Kampfmesser raus. Die Doppelgrünmischung. Zwei Sprays. Sicher ist sicher. Und wir nehmen noch beide Blendgranaten mit. Mehr braucht ihr an sich nicht. Wir werden jetzt auch noch speichern. Und wenn irgendwas schief geht, ladet den Spielstand neu. Geht nicht auf Fortsetzen. Wenn ihr nur fortsetzt, wird die Zeit von euren Fails mit aufaddiert. Und auch so könnt ihr ein ganz böses Defizit aufbauen. Das Spiel sagt euch nichts davon. Aber deshalb sage ich es euch. Ladet den Spielstand neu, somit geht das Spiel davon aus, dass ihr nie gestorben seid und somit gibt es auch keine Zeit zum Aufaddieren. So, hier vorne geht es gleich zum Boss. Man kann noch weiter hier runter gehen, sich eine Handgranate schnappen, aber das machen wir später. Die Handgranaten will ich mir sowieso für den finalen Boss aufheben, denn je mehr wir mitbringen, umso leichter wird der Boss. Und wenn ihr 9 Stück mitbringt, ist der Bosskampf gelaufen, bevor er überhaupt angefangen hat. Guckt euch auf jeden Fall an, wie ich den Boss hier platt mache. Versucht das Ganze ein paar Mal und wie gesagt, wenn das Ganze nicht funktionieren sollte, benutzt zur Not konventionelle Waffen, aber meidet es, wenn möglich. Am Anfang rennen wir auf den Boss zu, hacken ein paar Mal auf ihn ein. Und er wird sich am Anfang auch nicht groß wehren. Hört aber auf das, was er von sich gibt. Denn wenn er jetzt verstummt, hauen wir ab. Das Timing muss sitzen, Leute. So kriegt er nicht mit, wo wir hinlaufen. Und er wird gleich eine andere Stärke absuchen. Und wir können das zu unserem Vorteil nutzen. Wir nehmen hier die Gegenstände mit. Wechseln schon mal zum Flashbang. Und er sollte uns da vorne jetzt entgegenkommen. Da ist er ja. Wir schmeißen den Flashbang, wechseln zurück zum Messer. Er ist geblendet und wir gehen wieder in den Angriff über. Wenn wir genügend Schaden machen, geht er gleich auch nochmal kurz in die Knie. Und wir können noch mehr Schaden machen.
versucht ein bisschen hinter ihm zu stehen. Denn wenn er losstürmt und mit der Stange um sich schlägt, könnt ihr so parallel mit ihm mitlaufen. Und ihr lauft nicht Gefahr, von ihm getroffen zu werden. So, das ganze Spielchen geht nochmal von vorne los. Unser Messer ist gleich am Auseinanderbrechen. Und ihr seht, seine Lebenskraft geht immer weiter runter. Die könnt ihr anhand seines Auges auch nachverfolgen. Je rötlicher es wird, umso weniger HP hat er. Das erste Messer ist weg. Wir greifen zum Backup und hauen weiter drauf. Gehen immer mit ihm mit. Aber irgendwann dreht er sich um und versucht euch die Stange durchs Gesicht zu ziehen. Das ging jetzt so glatt, dass ich das gar nicht zeigen konnte. Aber so einfach kann der Bosskampf sein. Das braucht ein bisschen Übung, aber selbst wenn was schief geht, ist das absolut in Ordnung. Guckt euch meinen Bosskampf mit Leon an. Da habe ich so viel falsch gemacht und ich habe es immer noch locker durchgekriegt. Und meine Strategie basiert darauf, dass man immer wieder Situationen herbeiführt, in denen man angreifen kann, ohne dass der Boss sich wehrt. Wenn er euch packt, tankt ihr den Angriff, solange ihr noch bei akzeptabler Gesundheit seid. Gelb reicht aus, ihr müsst nicht auf grün sein. Und ihr verpasst dem Boss einen Tritt, ihr stunt ihn und ihr habt wieder eine Angriffsgelegenheit. Solange ihr nicht von der Stange getroffen werdet, könnt ihr jede Aktion von ihm gegen ihn einsetzen. Und hier unten am Fuß der Leiter würde noch ein Messer rumliegen. Hätten wir hier eins geopfert und es wäre noch genügend Haltbarkeit übrig. Eine Befreiungsaktion mit dem Messer kostet ungefähr, ungefähr ein Drittel der Haltbarkeit. Wir haben bisher nicht einen einzigen Kratzer abgekriegt und wir können auch gar nichts mehr mitnehmen. Ich mache hier etwas ganz Blödes. Ich kombiniere hier drei grüne Kräuter miteinander. Das wäre eine vollständige Heilung. Einfach nur, um dieses hier mitnehmen zu können. Wir haben viel zu viel dabei. Wir haben auch nur einen Flashbang gebraucht. Das kann mal so laufen. Die Flashbangs haben einen ganz großen Vorteil gegenüber Handgranaten. Sie haben eine höhere Reichweite. Somit ist es leichter, den Boss zu erwischen. Aber Handgranaten machen natürlich Schaden. Aber der Schaden ist super gering. Wir gucken uns mal eben das Messer an. Das, was wir gerade hier an Verschleiß haben, das ist der Schaden, den wir mit zwei Handgranaten machen. Ich erzähle euch keinen Scheiß, Leute. Konventionelle Waffen bringen bei dem Boss so gut wie gar nichts. Der ist wirklich nur dazu da, um all eure Munition, die ihr bis dato angehäuft habt, zu schlucken. Und da kann dann etwas wirklich Gutes mit bei sein, wie zum Beispiel die Brandgranaten, die wir bisher gebunkert haben. Die brauchen wir später. 12 Brandgranaten reichen nicht aus, um den Boss in die Knie zu zwingen. Ich hab's ausprobiert. Aber 1 bis 2 Messer. Mehr braucht man gar nicht. Egal, wir schnappen uns hier das erweiterte Magazin und mehr Gegenstände brauchen wir auch erstmal nicht. Wir kriegen sehr bald unsere Pistole. Und die werden wir dann auch sofort upgraden. Aber jetzt erst einmal brauchen wir an sich keine Waffen, weil wir werden gleich nur wieder an Lickern vorbeischleichen. Ab hier gehen auch die Wege von Leon und Claire auseinander. Bisher war alles identisch. Leon müsste da drüben in den Zellentrakt und wir müssen da durch die offene Tür. Das lohnt sich jetzt im Moment aber noch nicht, weil wir noch nicht den Karo-Schlüssel haben und den brauchen wir, damit wir den Fahrstuhl mit Energie versorgen können. Wir gehen erstmal hier zum Schießstand, schnappen uns diese Metallkassette. Denn hier haben wir auch den kaputten Autoschlüssel. Mit dem kriegen wir gleich unsere Pistole. Wir holen uns hier hinten noch ein paar Brandgeschosse. Und die Zombies hier, die können wir ignorieren. Die werden erst dann aktiv, wenn wir den Karo-Schlüssel haben. Aber wir kommen nicht nochmal zurück. Hier gäbe es zwar noch eine entsprechende Tür, aber das lohnt sich nicht. Da ist noch ein kleines Pulver drin, ein rotes Kraut, wuppdi-fucking-do. Darauf können wir auch verzichten. Wir müssen nicht jeden Mist mitnehmen. Das war ein Licker und ja, wir werden hier wieder jede Menge Licker vor uns haben. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir nehmen das blaue Kraut hier mit. Und wenn wir durch diese Tür gehen, machen wir das langsam. Denn dort haben wir gleich einen Licker. Der delektiert sich gerade an den Überresten eines
Zombiehundes und wir schnappen uns hier das hochwertige Pulver. Arbeitet euch an der linken Wand entlang. Der Licker wird das Ganze bemerken und er wird euch folgen. Aber das macht er langsam. Er wird nicht zu euch aufschließen können. Da oben ist noch ein Licker. Wir halten uns hier extra ein bisschen weiter rechts. Minimieren die Wahrscheinlichkeit, mit dem Biest zu kollidieren, auf praktisch null. Und das war ganz einfach. Nun ab zur Leichenhalle. Hier gibt es ein rotes Kraut, das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Und das werden wir auch gleich mit dem blauen kombinieren. Das wäre eine Giftheilung, eine Giftimmunisierung, die für eine Weile anhält. Und wir würden auch noch einen Verteidigungsbuff kriegen. Und wenn wir noch ein grünes Kraut dazu packen, kriegen wir dazu noch eine vollständige Heilung. Einer der besten Gegenstände im gesamten Spiel. Wir schnappen uns hier den Flashbang. Aber der Typ würde gleich auch wach werden und das wollen wir nicht. Deshalb schieben wir ihn wieder rein. Hier haben wir jetzt die Leiche oder eher den Zombie mit dem Schlüssel. Und sobald wir den Karo-Schlüssel aufgesammelt haben, wird der Typ mit der Aggression eines schwer erziehbaren 10-Jährigen erwachen, dem man gerade den Fortnite-Account gesperrt hat. Deshalb hauen wir hier ganz schnell ab. Auch der Typ hier wird aufwachen. Aber wir sind zu schnell an ihm vorbei, er musste erst noch aufstehen. Das kennen wir ja schon. Hier gehen wir wieder langsam rein und das hier sieht super knapp aus, aber das läuft gerade. Haltet euch so links wie möglich, bleibt auf gar keinen Fall stehen. Klebt an dieser Wand. Und ihr seid absolut sicher. Bleibt aber leise. Denn jenseits dieser Tür gibt es noch einen weiteren Lecker. Und der hängt hier oben. Der wird sich gleich von uns aus gesehen nach links lehnen, deshalb halten wir uns rechts. So laufen wir überhaupt nicht erst Gefahr, mit ihm zu kollidieren und wir können ganz problemlos an ihm vorbeischleichen. Wir brauchen hier keinen Granatwerfer. Wir brauchen hier keine andere Waffe. Nur ein kleines bisschen Stealth. Und ich denke mal, wir haben uns jetzt eine kleine Belohnung verdient, wa? Wir schnappen uns den kaputten Autoschlüssel, aktivieren das Ding. Können den jetzt auch wegschmeißen. Und hier haben wir ein neues Spielzeug. Hier ist unsere Pistole. Das ist eine Browning High Power, die wir auch sofort mit dem verlängerten Magazin kombinieren. Und jetzt hat das Ding auch noch eine Kapazität von 26 Schuss und das ist recht krank. Dazu haben wir noch einen Laser. Und mit dem entfällt das Warten, bis sich ein Fadenkreuz schließt. Das heißt, wir haben die ganze Zeit über 100% Genauigkeit. Wegen dieser Tür haben wir den Karo-Schlüssel eingesackt. Und hey, wir kriegen hier noch ein blaues Kraut. Wir kriegen hier ein hochwertiges Pulver. Und ganz wichtig, Leute, nehmt den Schulterschaft für den Granatwerfer mit. Den brauchen wir später. Ansonsten haben wir nicht die nötige Reichweite oder Präzision, um das Ding im Nest effektiv einsetzen zu können. Der Fahrstuhl hat wieder Saft. Und wir können zurück nach oben. Das hier ist ein Bereich, der für Leon überhaupt nicht zugänglich ist, aber im Gegenzug kann Claire auch nicht in den Gefängnistrakt. Hier haben wir ein grünes Kraut und das kombinieren wir jetzt mit der Rot-Blau-Mischung. Eine vollständige Heilung, Giftheilung, Giftimmunisierung und verstärkte Verteidigung. Diese Dinger sind absolut Gold wert. Wir werden die an späteren Stellen im Spiel auf jeden Fall brauchen. Und sie machen auch diverse Bosskämpfe deutlich leichter. Nehmt hier die 50 Schuss für die Maschinenpistole mit. Wir haben jetzt insgesamt 150 Schuss und die brauchen wir später. Wir schmeißen jetzt alles raus. Bis auf die Pistole. Und wir nehmen das rote Juwel raus und die Holzbretter. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Außer natürlich noch einen Schlüssel, um da durchzukommen. Und den holen wir uns von nebenan. Ein kleines bisschen weiter. Und hier haben wir ein Relief. Und wenn wir das untersuchen, bekommen wir den Herzschlüssel. Der Schlüssel ist exklusiv nur für Claire. Leon kann den nicht finden. Der bekommt stattdessen den Kreuzschlüssel. Aber rein vom Spielinhalt her unterscheiden sich beide Charaktere so gut wie gar nicht.
Okay, ihr habt die Companions, ihr habt hier und da minimals abweichende Wege. Rub die fucking du, aber die größten Unterschiede kommen wirklich nur durch die Waffen. Wir gehen jetzt erstmal nach unten. Und für das hier solltet ihr auf jeden Fall ein paar Bretter im Gepäck haben. Denn hier will ein Zombie durch. Und wenn wir den gewähren lassen, wird er später das Treppenhaus belagern. Und das könnte nerven. Wir machen hier den Verhörraum auf. Schnappen uns auch ein bisschen Munition. Stören uns nicht weiter daran, dass Claires Spiegelbild super verpixelt ist. Nehmen stattdessen dieses Kästchen und kombinieren es sofort mit dem roten Juwel. Jetzt geht das Ding auf und wir bekommen das Stars-Abzeichen. Wenn wir das noch ein bisschen weiter inspizieren, wird daraus ein USB-Dongle. Und mit dem können wir jetzt auch die Maschinenpistole einsacken. Haut hier ganz schnell ab. Durch den Spiegel kommt ein Licker durch und mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Wir schnappen uns hier noch das hochwertige Pulver und hier unten sind wir erstmal fertig. Das geht mit Claire ein bisschen früher und auch wesentlich leichter als mit Leon. Denn Leon kann erst hier unten seine Hälfte des Verhörraums aufmachen, sobald der Tyrant da ist. Und das kann stören. Deshalb wollte ich das mitunter nicht machen. Also die Magnum mit Leon holen. Wir schnappen uns hier den Flashbang. Nehmen hier noch mehr Munition mit. Ich will den Flashbang gleich unter Umständen nicht verlieren. Also kann passieren, wenn uns die Biester zu nahe kommen. Ich gehe auf Nicht-Ausrüsten. Das A ist weg. Und somit werden wir den Gegenstand nicht verschwenden, wenn jetzt hier irgendwas gleich daneben geht. Okay, Nummer 1 ist platt. Der nächste bitte. Ihr seht das. Das geht jetzt wesentlich einfacher als mit einem Revolver. Vor allem, wir haben eine riesige Kapazität. Aber ich finde das schon mal ganz gut, dass Claire mit einem Revolver startet. Das ist recht glaubhaft. Denn der Revolver ist so eine typische zivile Selbstverteidigungswaffe. Und wenn sie von Anfang an die Browning hätte, ich glaube, das wäre ein kleines bisschen OP. Wir machen auch diese Tür hier auf. Und wir werden gleich mit unserem Inventar ein paar Probleme haben. Diese 7 Schuss schmeißen wir weg. Wird nicht weiter schlimm sein. Wir haben genug davon. Wir nehmen den Schlüsselgegenstand hier mit. Und das Kampfmesser. Jetzt haben wir noch 2 Slots im Inventar frei. Und die brauchen wir für ein überdimensioniertes Zahnrad. Ja, das große Zahnrad macht seinem Namen alle Ehre. Braucht 2 Felder. Und hier haben wir noch ein blaues Kraut, das können wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Aber das hier ist für später unsere Fluchtroute. Wir holen uns das Ding auf dem Rückweg. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in das Büro vom Polizeichef. Denn wir sind gerade hoffnungslos überfüllt und wir werden gleich noch ein paar gute Gegenstände finden und die will ich mitnehmen. Wir schmeißen alles aus dem Inventar raus, bis auf eine vollständig geladene Pistole. Den USB-Dongle, dem Herzschlüssel und den Zahnrad. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir laden schon wieder nach oben, denn da gab es noch eine weitere Tür, die haben wir bisher noch gar nicht in Augenschein genommen. Und die führt nach draußen. Auch hier gibt es ein blaues Kraut, das nehmen wir mit. Und hier ist der Heli reingekracht. Den Brand müssen wir löschen, ansonsten kommen wir hier nicht weiter. Boah, schnappen wir uns noch hier die Munition. Und jetzt müssen wir, so ähnlich wie bei Leon auch, hier einmal runter. Nur, dass da vorne alles zugenagelt ist. Einer der Zombies wartet direkt hier unten. Wir werden sie erstmal nur niederschießen. Wir müssen sie nicht töten. Obwohl, mir gefällt das gerade überhaupt nicht. Bist du wirklich tot? Okay. Und der nächste hockt da quasi um die Ecke. Wir schnappen uns noch schnell hier die grünen Kräuter. Und den nächsten Typen werden wir nur stunnen. Komm her. So, wir können vorbei. Leiten hier das Wasser um. Dann können wir auch gleich den Brand löschen. Und der will nochmal gestunnt werden. Ich sehe das schon. Traut der Alten hier nicht.
Mich macht das nervös. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ein Zombie wirklich tot ist, will ich nicht auf sein Kopfende zulaufen, weil das ist das Ende, wo normalerweise die Zähne drin sind und das kann wehtun. So, Wassermarsch. Hier kombinieren wir jetzt drei Kräuter miteinander. Und da wir jetzt gleich in den Tyrant reinrennen, greife ich zu meiner Geheimwaffe. Kopfhörer. Das erkläre ich gleich. Aber jetzt sagen wir erstmal Hallo und schießen ihm diesen dämlichen Hut von der Birne. Jesus, stay back! Damit sind die Fronten gleich geklärt. Der weiß ganz genau, was wir von ihm halten. Ich locke ihn jetzt hier raus, denn hier kann ich ohne Probleme an ihm vorbeilaufen. Und macht euch wegen den übrig gebliebenen Zombie keine Sorgen, der kann hier nicht hoch. Zumindest wäre mir das sehr neu. Wir treten noch einmal auf seinen Hut drauf. Als ultimatives Zeichen dafür, dass wir absolut keinen Respekt vor dieser Drecksbacke haben. Gehen hier durch. Jetzt könnte man sich natürlich auch noch das Magazin schnappen. Wir haben das schon erledigt. Ihr könntet das natürlich ruhig machen. Während ihr ein Puzzle löst, steht die Zeit still. Marvin ist inzwischen zum Zombie geworden, deshalb halte ich mich hier an der Wand. Und wir werden ihn später von seinen Leiden erlösen. Aber bis dahin lassen wir ihn in Ruhe. Die Dreierkombi lassen wir zurück. Das Kraut können wir zur Not noch dabei haben. Wir werden jetzt noch die Pistole aufmunitionieren, aber mehr Munition müssen wir nicht dabei haben. Das heißt, die überschüssige Munition landet wieder in der Truhe. Und wir ziehen weiter. Jetzt brauchen wir unseren Shortcut, den wir am Anfang auch vorbereitet haben. Und wenn wir hier durchgehen, machen wir das Ganze langsam. Denn hier ist jetzt ein Licker. Und ich denke mal, es ist recht offensichtlich, warum ich hier alle Zombies ausschalten wollte. So, die Tür ist offen. Und somit sollte auch dieser Schlüssel hier aufgebraucht sein. Der kann weg. Wir nehmen uns hier das Werkzeug mit. Das brauchen wir gleich für den Heber in der Bibliothek. Und die Handgranate. Die will ich auf gar keinen Fall verschwenden. Die werde ich auch nicht ausrüsten. Hi! Du bist aber heute schnell unterwegs, Freundchen. Ich glaube, das mit dem Hut, das ging ihnen an die Niere. Der Hang an dem Ding. Wahrscheinlich ein Familienerbstück. Egal, wir gehen hier wieder langsam durch. Bewahrt hier Ruhe. Lasst euch nicht stressen. Ihr habt die Zeit. Wenn wir aus dem Büro rausgehen, halten wir uns sofort links. Ansonsten wecken wir Marvin auf und das wollen wir natürlich nicht. Als nächstes gehen wir zur Bibliothek, aber wir werden jetzt noch nicht das Puzzle lösen, sondern erstmal zum Stars Büro latschen. Ups. Den muss ich jetzt geweckt haben. Nicht gut. Da kümmern wir uns später drum. Hier verhalten wir uns wieder leise. Der Tyrant wird gleich auftauchen. Aber ich will jetzt nicht gegen den Tyrant und den Licker gleichzeitig kämpfen müssen. Ich will gegen gar keinen von beiden kämpfen. Und wie ihr seht, haben wir das Stars-Büro erreicht. Und hier setzen wir jetzt den USB-Dongle ein. Und können hier den PC bedienen. Und meine Fresse. CRT-Bildschirme. Ich merke gerade, wie alt ich bin, Leute. Boah, das war noch Zeiten. Das Geflacker. So, hier haben wir jetzt die Maschinenpistole. Nehmt das Konzept von Spray and Pray, packt es in ein Metallgehäuse und setzt noch ein 24-Schuss-Magazin rein. Diese Waffe macht unglaublich viel Spaß. Meine Lieblingswaffe im Spiel. So, ich höre den Tyrant. Der geht gerade hier vorbei, deshalb habe ich auch die Kopfhörer auf, damit ich genau weiß, wo der Tyrant gerade langläuft. Er ist jetzt bei der Tür. Und verschwindet da hoffentlich auch. Manchmal macht er auch, aus welchen Gründen auch immer, einfach auf dem Absatz kehrt und kommt dann wieder zurück. Aber an sich ist der Tyrant sehr berechenbar. Die Tür werden wir jetzt noch nicht aufmachen, das heben wir uns für später auf. Wir kommen nochmal wieder. Aber jetzt wäre das Ganze nicht sonderlich nützlich. Der Zombie hat sich gerade wieder zum Schlafen gelegt.
Das ist mir auch neu. Aber ich beklag mich nicht. Wir lösen hier den Hebel. Und werden jetzt alle drei Regale am Stück einmal nach rechts verrücken. Damit haben wir hier auch unsere Brücke. Und da ist der Tyrant. Wir klettern jetzt hier hoch. Das wird den Zombie beim Fressen stören. Aber das stört uns jetzt gerade nicht wirklich wesentlich. Der Tyrant kriegt auch gerade nicht wirklich mit, dass wir hier in der Gegend unterwegs sind. Ist in Ordnung. Hier vorne haben wir so eine Spaßbacke, die werden wir auf jeden Fall dann. Man kann auch versuchen, so durchzurennen, aber ganz ehrlich, das ist ein unnötiges Risiko. Dafür haben wir die Pistole dabei. Wir setzen hier das große Zahnrad ein und fahren die Treppe runter. Das Zahnrad nehmen wir auch sofort wieder mit und macht euch wegen den Tyrant und den Zombies keine Sorgen. Die können uns nicht in diesen Raum hineinfolgen. Wir sind hier auf jeden Fall sicher. Aber der Tyrant wird erstmal den Bereich absuchen, weil er natürlich unsere Schüsse gehört hat. Aber das ist nicht weiter wild. Wir nehmen hier das kleine Zahnrad mit, platzieren hier das große. Die Apparatur läuft. Und jetzt brauchen wir nur noch unten das kleine Zahnrad einzubauen. Und dann kriegen wir auch hier diesen Karton. Also machen wir das eben. Das Ganze hier hat sich in Bewegung gesetzt. Das überspringen wir. Aber bevor wir uns den Karton holen, gehen wir nochmal ganz kurz hier durch. Das ist quasi der gleiche Flur, wo wir das allererste Mal einen Lecker gesehen haben. Und hier hinten gibt es von der Schießpulversorte noch eine große Menge. Also ihr habt normale Schießpulver und ihr habt hochwertige Schießpulver. Und wenn wir normales Schießpulver mit dem hochwertigen Pulver kombinieren, kriegen wir nur eine kleine Ladung an Säuregeschossen. Wenn wir das aber stattdessen mit einer großen Ladung Schießpulver machen, kriegen wir sehr viel. Nehmt auf jeden Fall diesen Gegenstand mit. Es könnte ansonsten ziemlich eklig werden, hier nochmal zurückgelaufen zu müssen. Ich gehe mal davon aus, dass der Tyrant inzwischen keinen Bock mehr hat, hier nach uns zu suchen. Ich halte aber die Waffe gezückt und ach, der ist noch da vorne. Okay, wir warten kurz. Der hat gerade dem Polizisten vor uns einen mitgegeben. Das wird ihn wahrscheinlich noch nicht getötet haben. Aber der Tyrant macht keinen großen Unterschied zwischen Freund und Feind. Der Zombie hier sollte irgendwo links in der Ecke sein. Okay. Sieht gut aus. Wir können weiter. Wir nehmen das grüne Kraut mit. Und hey, brauchst du irgendwie so ein bisschen Eis für die Fresse? Ich meine, ich habe kein Eis für dich, ich habe nur eine Kugel fürs Knie. Hilft auch, oder? Stolper nicht. Ja, das hat ihn jetzt geärgert. Und der Tyrant weiß natürlich auch wieder, wo wir sind. Der Tyrant reagiert auf Lärm. Wenn ihr durch die Gegend rennt, herumballert oder sonst irgendwie Krach macht, wird der Tyrant sofort wissen, wo ihr seid und er kommt auf den kürzesten Weg zu euch. Wenn ihr den Tyrant aber eine ganze Weile aus den Augen verloren habt, dann wird er nach Gutdünken nach euch suchen und irgendwo auftauchen, wo ihr ihn überhaupt nicht gebrauchen könnt. Aber der wird uns erstmal nicht weiter stören. Wir holen uns jetzt das andere Ding hier, den Karton. Und holen beide Schlüsselgegenstände raus. Wie bei Leon auch sind das hier Würfel. Die müssen wir gleich einsetzen, um irgendwelche Stromkreise wiederherzustellen. Und dieses Mal werde ich euch auch erklären, wie man diese Puzzle löst. Bei Leon habe ich einfach nur gemacht. An sich reicht es, wenn man einmal die Lösung so gesehen hat als Standbild. Aber wenn ihr das Ganze so quasi nochmal nachvollziehen wollt, ihr macht das noch im Ausschlussverfahren. Das kann nur eine Gerade sein, das kann nur eine Gerade sein, das muss runter. Das muss nach oben führen, das hier kann nur eine Gerade sein, das hier legen wir um. Das hier ist Blödsinn, das legen wir um. Das hier kann nur nach unten führen, hieraus machen wir eine Gerade und hier kombinieren wir das Ganze miteinander. Und diese Weiche legen wir jetzt so lange um, bis der Stromkreis steht. Und mehr ist es nicht. Also an sich ganz einfach.
Nun haben wir eine kurze Passage mit Sherry und eins der schlimmsten Puzzle im gesamten Spiel. Wir holen erstmal diesen Block hier aus dieser potthässlichen Puppe. Keine Ahnung, welcher Kinderhasser dieses Ding kreiert hat, aber wir haben jetzt dieses Teil. Und auch hier geht man so ein bisschen nach einem Ausschlussverfahren vor. Die Lösungen an den Seiten sind bereits vorgegeben. Und wir suchen jetzt erst einmal diesen Block hier raus. Da muss oben ein Viereck sein und unten auch. Dann suchen wir uns den zweiten. Der braucht zwei Sterne. Einen unten und einen oben. Na, das ist es immer noch nicht. Ist es der hier? Ja, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir das hier nur noch angleichen. Und in der Mitte muss ein Stern und ein Kreis sein. Das sieht gut aus. Jetzt müssen wir nur noch den hier angleichen. Ups. Und fertig. Wenn ihr das in weniger als 60 Sekunden hinkriegt, kriegt ihr sogar noch eine Trophäe. Aber ganz ehrlich, ich mache das in aller Regel nach dem Gefühl. Und so habe ich auch meine Trophäe gekriegt. Also, das war mehr Zufall als Skill. What is this? Aber dieses Puzzle ist an sich gar nicht mal so schwer. Und ab jetzt wird es eigentlich nur noch leichter. Gesetzt den Fall, man weiß, was man machen muss. Das Gemeine mit Sherrys Passage ist, dass wir einen Instant Game Over kriegen, wenn wir entdeckt werden. Somit haben wir hier erstmal eine Stealth-Passage und viele Leute würden bei diesen Worten sofort die Augen verdrehen. Und das mit einer Geschwindigkeit, wo mein PC-Lüfter wahrscheinlich neidisch bald wird. Weil die Spiele, die Stealth-Einlagen haben, aber das Core-Gameplay sich nicht um Stealth dreht, da sind die Sachen meistens ein bisschen schlampig. Die Regeln sind nicht richtig ausformuliert, das Spiel hält sich nicht dran, der Spieler hält sich nicht dran, das Ergebnis ist ein Clusterfuck. Aber hier in diesem Spiel läuft das. Hier sind die Stealth-Regeln wirklich hervorragend. Und das sehen wir auch gleich. Jetzt müssen wir erst einmal den Schlüssel beschaffen. Mal ganz ehrlich, das ist ein recht ausgefallener Musikgeschmack, aber ich habe auch schon Schlimmeres gehört. Long story short, den Schlüssel haben wir noch nicht, den hat Irons. Und jetzt müssen wir vor ihm weglaufen. Wir müssen jetzt nochmal den ganzen Weg nach oben und uns so lange vor ihm verstecken, bis wir an ihm vorbei können. Wenn man das Ganze zum ersten Mal macht, ist das voll mit Trial and Error und richtig frustrierend, aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, sieht man, wie geil das Ganze hier wirklich konstruiert ist. Wir verstecken uns hier bei dem Babyfläschchen und dem Wasserkocher. Und die Route, die Irons jetzt läuft, ist immer die gleiche. Es gibt keine Überraschung. Von daher ist das auch absolut berechenbar. It's all over now. Doors locked. Wir warten. Er wird immer wieder einen Weg frei machen. Das war quasi unser Rückweg. Und wir bewegen uns relativ parallel zu ihm mit. Wenn ihr unbedingt einen Vergleich braucht, das ist so ähnlich wie beim ersten Boss auch. Der wird jetzt das Bettchen da vorne einmal beiseite schieben. Und das ist gleich unser weiterer Weg. Als nächstes kommt er auf uns zu. Wenn er einmal von uns aus gesehen nach links geleuchtet hat, gehen wir los. Wir gehen jetzt durch den neuen Pfad hier und bleiben auf gar keinen Fall stehen. Wir bleiben in Bewegung und hier nach dieser Tischdecke oder was das sein soll, können wir uns unter dem Tisch verstecken. Hier bei der Pinocchio-Puppe. Hier sind wir auch absolut sicher. Dieser Teil der Stealth-Passage ist an sich gelaufen. Wir können auch noch gucken, was er da eigentlich macht.
er sucht nach uns und es gibt noch einen komplizierteren Weg hier durch, aber wozu sich so einen Scheiß geben, wenn man einmal weiß, dass man sich hier unten verstecken kann und man ist hier zu 100% sicher. Der wird sogar gleich mit uns kollidieren, er wird das noch nicht mal mitkriegen, weil er im nächsten Moment sowieso stolpert. Und dann segelt er einmal dort in die ganzen Sachen rein. Also man könnte sich auch hier zwischen verstecken, aber wie gesagt, das ist Bullshit. Macht das so, wie ich es gezeigt habe. Schnappt euch hier den Schlüssel und haut sofort ab. Sobald ihr den Schlüssel habt, dreht sich Irons um und jetzt wird er uns wieder verfolgen. Wir machen hier die Tür auf. Und wir rennen jetzt wieder nach unten. Da, wo wir ursprünglich den Schlüssel einmal gesehen haben. Haltet euch nicht mit der Eingangstür hier auf, die könnt ihr eh nicht öffnen. Ihr werdet einmal von Irons verhöhnt. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann gebt euch das, aber ich mache hier einfach weiter. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie The Shining gesehen habe. Werde ich auch nicht. Mich interessieren die Filme von Stephen King herzlich wenig. Das hier war die Sherry-Passage. Und ich hoffe mal, ich habe alle Klarheiten beseitigt. Also ihr solltet jetzt wissen, wie er ganz locker hier durchkommt. Und vielleicht war die Erklärung für das Puzzle am Anfang sogar noch tauglich genug, damit auch ihr eure Trophäe da kriegen könnt. Good to see you again, Claire. So, wir haben jetzt endlich diese olle Schlüsselkarte und können aus dem Polizeirevier raus. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Spiels hinter uns. Bevor wir jetzt aber rausgehen, werden wir noch ganz kurz ein paar Vorbereitungen treffen. Die Schlüsselkarte bleibt auf jeden Fall im Inventar drin und wir werden jetzt einmal unsere Pistole aufmunitionieren und wir nehmen die Maschinenpistolenmunition mit. Auch das Ding können wir einmal komplett laden. Die überschüssige Munition kommt wieder raus. Und wir haben noch jede Menge Flashbangs. Das ist gut. Wir nehmen einen mit. Wenn das aber euer letzter ist, lasst ihn in der Truhe. Denn wir brauchen gleich noch einen an einer wesentlich wichtigeren Stelle. Wir nehmen jetzt auch noch ein Kampfmesser mit. Höchstwahrscheinlich nicht nötig. Und wir haben an sich alles. Das sieht so ein kleines bisschen nach Overkill aus, aber glaubt mir, das macht gleich Sinn. Die Maschinenpistole könnt ihr ausgerüstet lassen, die werden wir gleich brauchen. Passt nur auf beim Zielen, auch die Waffe braucht eine Weile, bis sie ihren Punkt in der Mitte kriegt. Aber die Waffe streut sowieso ohne Ende. Was aber ganz interessant ist, die Maschinenpistole hat vorher noch am vorderen Ende noch so ein Nylon-Ding. Und Claire hält sich an dem Ding fest, als wäre es quasi ein Vordergriff. Das ist auch durchaus realistisch, weil diese Waffe streut ansonsten ohne Ende. Die hat so eine hohe Kadenz, das könnt ihr ohne Hilfsmittel kaum unter Kontrolle halten. Wir benutzen hier die Schlüsselkarte. Und sieh mal einer an, wer sich hier runter verirrt hat. Wir führen den Tyrant einmal um den Streifenwagen herum, während sich der Rollladen hier öffnet. Jetzt können wir uns auch dieses Kraut hier schnappen. Stellt schon mal sicher, dass der Flashbang ausgerüstet ist. Den brauchen wir gleich. Wir bleiben in Bewegung. Solange wir Vollgas geben, kann er uns nicht erreichen. Der wird immer einen gewissen Abstand halten, aber wenn wir langsam werden, wird er uns natürlich erreichen und uns zu Tode fisten. Wir müssen jetzt einmal in die Nähe von dieser Tür, wo die Zombies herumhantieren. Die brechen dann durch. Und wir schmeißen den Flashbang. Bleiben aber in einer Rückwärtsbewegung und haltet Abstand zu dem Tyrant. Es kann sein, dass er wild um sich schlägt, wenn er geblendet wird. An den Zombies kommen wir ohne Probleme vorbei. Und wenn ihr keinen Flashbang hiervor habt, müsst ihr nochmal eine extra Runde drehen. Einmal um das gepanzerte Fahrzeug
Und dann müsst ihr hoffen, dass die Zombies nicht so blöde positioniert sind, dass sie euch abfangen. Aber so könnt ihr ganz bequem an dem Ganzen vorbei. Und in der Regel solltet ihr noch irgendwas um die 2 Flashbangs zu dem Zeitpunkt haben. Da vorne wollen wir hin und an diesen Biestern müssen wir vorbei. Wir verhalten uns aber noch ruhig, wir fangen nicht an zu ballern. Denn der Zombie hier vorne hat uns noch gar nicht auf dem Schirm. Und wenn wir das beibehalten, können wir ganz easy an ihr vorbeischleichen. Den machen wir zu kalt. Das wird auch die Alte da gehört haben. Ist nicht weiter schlimm, wir sind weg. Die Maschinenpistole ist geradezu dafür gemacht, um diese Hunde auszuschalten. Erstens, Spray and Pray kann die Biester ganz locker treffen, auch wenn sie an euch vorbeizischen. Und ihr erledigt diese Hunde wirklich schnell. Das ist insbesondere dann ganz wichtig, wenn ihr mehr als einen Hund an der Backe habt und das kann gleich unter Umständen passieren. Hier vorne liegt sogar noch mehr Munition für das Baby. Und wir nehmen hier noch das grüne Kraut mit. So, diese Biester müssen wir ausschalten. Wow. 2 zum Preis von einem. Ja, da haben wir noch einen Hund. Die Biester versuchen normalerweise über den Zaun zu klettern. Ich warte jetzt einfach mal darauf, dass die Töle irgendwas macht. Und wenn die Töle versucht zu klettern, könnt ihr sie immer noch erwischen. Mach schön Sitz. Scheiß Töle. Und ja, ich weiß. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Bla, bla, bla. Ich sag euch jetzt etwas. Katzen sind aber die besseren Haustiere. Shots fired. Wir nehmen hier das blaue Kraut mit. Gehen hier rein, schnappen uns die nächste Handgranate. Schießen dem Typen die Beine weg. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, dass uns der Hund nicht erwischt. Komm, wo bist du hin? Da bist du. Hier, fang die Kugel. Braver Junge. Ich bin kein Hundemensch. Hunde mögen mich in der Regel mehr, als ich sie mag. Ich bin mehr der Katzentyp. So, wir haben endlich das Waisenhaus erreicht. Frag mich bitte nicht, warum hier direkt Kindergräber sind. Das hier ist Resident Evil, sowas stellt man nicht in Frage. Und wir gehen ganz kurz hier nach oben, denn wir werden uns noch ein paar Ressourcen holen. Die Maschinenpistole hat jetzt erstmal ausgedient. Wir werden sie aber zum nächsten Bosskampf noch brauchen. Bis dahin sollten wir wieder ein ordentliches Munitionspolster schaffen. Und dafür nehmen wir hier auf jeden Fall die Munition mit. Es gab hier auch noch ein Erste-Hilfe-Spray und guckt euch das mal an. What the fuck? Dermaßen verpixelt. Jetzt weiß ich auch, warum Jill im Remake von Resident Evil 3 die ganze Zeit über den Spiegel starrt. Ich würde da auch Komplexe kriegen. Spaß beiseite. Wir suchen jetzt nach Sherry. Und wir stören uns nicht weiter daran, dass das hier quasi die gleichen Krokodile sind wie im Resident Evil 7. Ich meine, es ist die RE Engine, die haben sehr viele Assets wiederverwertet. Ist in Ordnung. Und Irons ist tot. Der hat das Alien-Treatment gekriegt und nicht sonderlich gut überstanden. Apropos Irons, das hier ist die Tochter vom Bürgermeister und im Original hat Irons davon geschwärmt, wie unglaublich hübsch das Mädel doch gewesen ist. Und deshalb wollte er auch aus ihr eine Puppe machen oder er das Ganze, also den Leichnam für später präparieren. Und ihr könnt die auch in einem der DLCs zu diesem Spiel hier spielen. Und meine Fresse ist die Alte hässlich. Nein, ganz ehrlich, was haben die mit der Nase gemacht? Ich weiß, erste Weltprobleme, aber hey. Ich glaube, wir haben gerade ganz andere Probleme. Normalerweise sollte Sherry vor uns laufen, aber wenn ihr euch zu sehr beeilt, dann lasst ihr sie quasi zurück. Keine Sorge, sie ist nicht in Gefahr. Und sobald ihr diese Cutscene hier erreicht habt, ist der Tyrant auch komplett aus der Gleichung raus. Der ist tot. Toter als tot. So scheiße tot, dass er schon fast wieder am Leben sein könnte. Nein, Spaß beiseite. In Claires Szenario stirbt der Tyrant. In Leons Szenario habt ihr etwas von dem Typen bis zum finalen Bosskampf.
Das heißt, ab jetzt haben wir auch keine weiteren Reibereien mehr mit unserem Stalker. Nehmt auf jeden Fall diese Hochleistungsmunition mit. Das ist 357er Magnum-Gedöns und die können wir jetzt natürlich in unserem Revolver noch nicht benutzen. Aber unser Revolver wird sehr bald einen Revival erleben. Und deshalb nehmen wir das Ding wieder mit. Mitsamt der Munition, die Browning lassen wir drin für den Fall der Fälle. Und wir nehmen einen Flashbang mit. Den brauchen wir jetzt auf jeden Fall, Leute. Ansonsten könnte es gleich hässlich werden. Wir springen hier runter. Sherry, can you hear me? Folgen dem Weg hier. Und ab in die Brühe. Uah. Herrlich. Zumindest nimmt Claire das Ganze hier recht gelassen. Ich würde mich wahrscheinlich totkotzen. Nehmt hier das blaue Kraut mit. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier vorne ist noch ein hochwertiges Pulver. Lasst das auf gar keinen Fall liegen. Das brauchen wir noch. Am Anfang haben wir hier noch keine Gegner. Aber die werden irgendwann noch kommen. Keine Sorge. Wir haben mit Claire einen anderen Eintrittsort für die Kanalisation als Leon. Aber ganz ehrlich, im Wesentlichen sind beide Wege ein und dieselben. Der Anfang ist anders, aber das Ziel ist das gleiche. Claire hat hier ein paar Zombies drin. Wir rennen hier durch, halten uns links, schnappen uns das Brandgeschoss, stellen uns hier hin und warten ein kleines bisschen, dass die Zombies näher kommen. Schmeißen den Flashbang, kriegen alle drei drauf und die sind buchstäblich geflasht. Okay, genug herumgealbert. Die Kombination hier lautet S, Z und F. Auch das gibt wieder satte 100 Schuss in die Maschinenpistole. Und die will ich auf jeden Fall haben. Die brauchen noch eine Weile, bis sie aufhören, Sterne zu sehen. Und bis dahin sind wir auch schon längst wieder weg. Hold on, Sherry. I'll be right there. Jetzt werden wir uns ein kleines bisschen auf ein paar Sachen vorbereiten müssen. Wir schmeißen alles raus, was wir gerade nicht brauchen. Und ich hoffe mal, das geht vom Platz hier auf. Wir kriegen gleich noch eine komplette Heilung mit Buff und allem drum und dran. Aber auch noch einen Schlüsselgegenstand. Und in dem Tresor da vorne haben wir das letzte Upgrade für den Revolver. Auch das werden wir gleich mitnehmen. Wir kommen gleich auch zu einer der schlimmsten Stellen im gesamten Spiel und ich habe inzwischen meine Hausaufgaben gemacht, Leute. Ich weiß, worauf man achten muss und inzwischen hat das Ganze nicht mehr allzu viel mit RNG zu tun. Dazu gleich mehr. Wir schnappen uns hier das rote Kraut und ganz wichtig, diesen T-Griff. Ansonsten kommen wir hier in der Kanalisation nicht sonderlich weiter. Jetzt holen wir uns das Upgrade für den Revolver und noch ein blaues Kraut hinter dem Zombie. Die Lösung für den Tresor habt ihr an der Seite. 2, 12 und 8. Hier gibt es einen neuen Lauf, einen neuen Rahmen, neue Griffe, eine neue Trommel. Das Ganze verbauen wir. Und jetzt passt hier auch die Hochleistungsmunition rein. Wenn wir hier die Munition wechseln, haben wir auch sofort 5 Schuss von der Hochleistungsmuni. Und ein Schuss mit dem Ding reicht aus und die Birne von dem Zombie platzt sofort. Wie geil ist das denn? Wir kombinieren diese beiden Kräuter miteinander. Und wir ziehen weiter. Hier unten haben wir noch ein paar Zombies, die müssen wir auf jeden Fall ausschalten. Ansonsten werden sie uns später noch behindern. Eine kleine Besonderheit an Claires Revolver. Wenn ihr einmal diesen Punkt habt, könnt ihr euch noch weiter bewegen. Und ihr verliert diesen Fokus nicht. Bringt euch natürlich nichts, wenn ihr genauso schlecht zielt wie ich. Scheiße. Ach Gott. Ist gut, Dicker. Ist gut, ich hab dich verstanden. Wir gehen auf Abstand. Wo ist der hin? Ach, ernsthaft? Eine ganz blöde Situation zum Nachladen. Gott verdammt. Das sollte nicht so laufen. Ist aber nicht weiter schlimm. Auch ich mache Blödsinn, das gehört einfach mit dazu. Dem hier pfeffern wir die Birne weg.
Und jetzt sollten wir zusehen, dass jeder Schuss sitzt. Es kann schon sein, dass die Hochleistungsmunition nicht mehr ausreicht, aber dafür haben wir noch die Browning. Wir kombinieren das Ganze und da mir das Ganze gerade ein bisschen zu heiß ist, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ich habe zwar meine Hausaufgaben für den nächsten Abschnitt gemacht, aber ich bin jetzt nicht so leichtsinnig, dass ich hier im schwer verletzten Zustand dann einmal in die Giftbrühe reingehe und mich von den Biestern killen lasse. Das ist nicht drin. Also gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Und wenn euch das Ganze hier ohnehin zu heiß ist, solltet ihr jetzt auf jeden Fall speichern. Wir sind bei 1 Stunde 15 Minuten und wenn alles gut geht, sind wir bei 1 Stunde 30 mit der Kanalisation und allem drum und dran fertig. Aber im Zweifelsfalle speichert jetzt. So, wir nehmen ein... Moment, wir haben eine Dreier-Grün-Mischung, die nehmen wir jetzt. Soll ja keiner sagen, dass wir den Kram für nix und wieder nix machen. Wir wechseln jetzt auch zu Browning. Denn für den nächsten Abschnitt brauchen wir Standardmunition. Wir gehen hier runter. Wie gesagt, diese Zombies würden später aufstehen, euch behindern und das wollt ihr auf gar keinen Fall. Hier brauchen wir jetzt diesen T-Griff. Und mit denen können wir diese blauen Tore öffnen. Wir werden nicht alle von denen aufmachen. Das heißt, wir werden den T-Griff nicht komplett aufbrauchen. Und somit müssen wir ihn später in einer Truhe entsorgen, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir gehen jetzt sofort hier runter. Und ihr müsst hier nichts weiter mitbringen als eine geladene Pistole. Und diese Dreier-Grün-Mischung. Alles andere findet ihr unterwegs. Wir nehmen das grüne Kraut mit. Gehen hier hoch. Da vorne haben wir jetzt eins dieser Riesenbabys. Und das Biest werden wir gleich triggern. Ich gehe hier so ein bisschen auf Abstand. Schieß einmal auf das Ding, warte bis es hochkommt und renn einmal links an den Biestern vorbei. Von dem hier lasse ich mich packen, denn ich habe hier sowieso keine Aussichten darauf, an ihm vorbeizukommen. Er kotzt uns an, wir werden vergiftet, aber wir haben ihm gerade auch einen sehr mächtigen Tritt verpasst. Wegen der Vergiftung werden wir jetzt diese Dreierkombi benutzen, sind erstmal geheilt und vor Gift auch erstmal immun. Durch den Tritt ist der Gegner vor uns gestunt. Und somit können wir jetzt auch zur Not rechts an ihm vorbei. Normalerweise wäre das absolut tödlich. Wir halten uns links. Da kommt schon Nummer 3 dazu. Und wir sind hier durch. Ihr müsst hier keine Handgranate einsetzen. Das ist absoluter Blödsinn. Den Tritt, den Claire ausführt, wenn sie sich unbewaffnet aus der Umarmung von den Biestern befreit, reicht vollkommen aus. Jetzt haben wir hier eine vollständige Heilung und wir werden gleich noch ein blaues Kraut finden. Hier nehmen wir die Dame, das blaue Kraut, kombinieren das. Das ist quasi unser Ticket hier raus. Setzen die Dame hier ein. Und wir werden hier gleich den König einsetzen, damit wir hier das Elektroschockgewehr kriegen. Hier hängt ein Zombie, der fällt jetzt runter. Das lässt sich nicht verhindern. Wir nehmen den König mit. Springen hier runter. Werden den Zombie hier stunnen. Renn an ihm vorbei. Setzen den König ein. Und holen uns diese Waffe hier. Das Elektro-Schockgewehr ist im Prinzip ein überdimensionierter Taser. Und den benutzen wir jetzt einfach mal in dem nächsten Zombie. Komm her. Wir müssen die Waffe aufladen. Und dann trifft ihm buchstäblich der Schlag. Der Zombie wird nichts mehr machen. Diese Waffe ist super mächtig, aber in meinen Händen absolut unnütz. Ich bin mit dieser Waffe genauso nutzlos wie ein Igel in einer Kondomfabrik. Von daher werde ich die Waffe nicht benutzen, aber die ist euer Plan B gegen die Ivys. Wir setzen hier wieder die Dame ein. Da, wo wir sie auch ursprünglich her hatten. Wir setzen hier den König ein. Und jetzt holen wir uns die Dame zurück.
Das versperrt hier wieder den Weg. Aber hier kommen wir an den König herum. Nehmen ihn mit. Und jetzt haben wir hier alles Wichtige. Wir greifen wieder zu unserer Pistole. Die brauchen wir gleich. Denn zur Not müssen wir diese Riesenbabys so ein kleines bisschen pullen. Riesenbaby, wo bist du? Du bist da hinten. Komm her. Komm her. Nein, du sollst nicht abtauchen. Oh. Du Drecksvieh. Okay. Plan B. Wir schleichen hier durch. Wenn die Biester direkt vor uns auftauchen, haben wir noch eine Chance, an ihnen vorbeizulaufen. Je nachdem, wie sie gerade stehen. Und da wird gleich noch einer auftauchen. Ich hab's im Gefühl. Meine Eier vibrieren. Vielleicht ist das auch einfach nur die Alterssenilität. Hier taucht gerade nichts auf. Aber zur Not hätte ich mich auch hier packen lassen. Hier hätte die Biester getreten. Wir hätten ihm vorbeigelaufen. Der Buff läuft noch. Ihr seht das unten rechts in der Ecke. Und wenn das Viech hier wieder abtaucht, springen wir wieder ins Wasser. Also geht erst an das Ufer ran, wartet auf eine Aktion, springt wieder in das Wasser und an dem Viech vorbei. Das hier ist an sich ganz einfach. Den Schlüssel brauchen wir gleich. Wir gehen jetzt aber nochmal ganz kurz zurück an die Truhe. Das ist zwar zeittechnisch nicht unbedingt effektiv, aber sei es drum. Das mit diesem Tritt habe ich erst realisiert, als ich meine Strategie für den ersten Boss zurechtgelegt habe. Ich habe mir eine ganze Nacht um die Ohren geschlagen, um meine Boss-Strategie zu entwickeln. Und mein Ziel war es halt, den Boss so leicht zu machen, dass selbst mein Kumpel da locker durchkommt. Wie gesagt, der tut sich mit dem Spiel schwer, ist ein super netter Kerl, ne? Aber das Spiel ist nicht unbedingt seine Wellenlänge, zumindest nicht mit dem Schwierigkeitsgrad. Und Moment, die Waffe laden wir noch. Ich wollte später noch gucken, wie ich weitere Handgranaten für den finalen Boss einsparen kann. Und dachte mir, im Moment, der erste Boss. Hab dann auch gemerkt, Moment, wenn ich mich packen lasse, trete ich ihn und er macht eine ganze Weile nichts. Dann habe ich das Ganze bei den Viechern hier wiedererkannt, weil ich auch hier die Handgranate sparen wollte. Und ihr habt das Resultat gesehen. Also der Tritt reicht vollkommen aus. Das ist wesentlich besser, als wenn ihr eine Handgranate benutzt. Zwar braucht das so eine Dreier-Kombination, aber dafür haben wir die Sachen und wir kriegen mehr als genug von denen. Wir nehmen hier die Handgranate mit, aber auch die will ich im Zweifelsfalle nicht einsetzen. Ich habe vorhin noch einen Schlüssel eingesackt. Den brauchen wir gleich, um zum Polizeirevier zurückzukehren. Hier halten wir uns jetzt links. Und wir bleiben in Bewegung. So wird uns das Riesenbaby hier überhaupt nicht erwischen können. Und auch hier benutzen wir den T-Griff. Wir werden gleich auch noch ein bisschen Hochleistungsmunition kriegen. Und ich glaube, da muss jetzt wirklich jeder Schuss sitzen. Ich meine, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Gegner. Vielleicht 6. Das könnte eng werden. Oh. Okay, wir kriegen eine volle Trommel. Machen wir das Beste draus. Zur Not können wir noch die reguläre Munition hier benutzen. Ich hoffe mal, wir können sie gleich wegschmeißen. Aber wir brauchen auf jeden Fall diesen Film hier. Wenn wir den nicht entwickeln, können wir die extra Gegenstände vom Polizeirevier abschreiben. Mehr dazu später. Dem hauen wir die Birne weg. Das war an sich ganz einfach. Jetzt haben wir eine Sackgesicht da vorne. Die Birne ist weg. Der nächste bitte. Der ist weg. Komm. Halt still. Okay, der ist auch weg. Jetzt bleibt nur noch einer. Halt still. Das ging gerade noch so auf. Whoop die fucking du. Ich kann doch treffen, wenn es drauf ankommt. hier machen wir die Tür auf. Denn auch hier gibt es ein großes Pulver. Das würde ich mir auch dann holen, wenn ich nicht nochmal zum Polizeirevier zurückgehen wollen würde. Den Turm hier nehmen wir auf den Rückweg mit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir ansonsten mit dem Platz noch hinkommen. Die Tür machen wir auf. Schmeißen den Schlüssel weg. Der hat ausgedient. Nehmen auf jeden Fall das kleine Pulver mit.
Und wenn wir diesen Schrank beiseite schieben, legen wir den Geheimgang zurück zum Polizeirevier frei. Genau genommen brauchen wir diese 5 Schuss hier nicht mehr. Die können weg. Das ist Standardmunition. Von der haben wir mehr als genug. Die werden wir nicht vermissen. Aber ich will auf jeden Fall diese Munition hier haben. Und wir wechseln jetzt nochmal zur Hochleistungsmuni. Dadurch fliegt die Standardmuni wieder aus dem Revolver raus. Auch die werden wir wegschmeißen. Claire lädt automatisch die Munition nach, die mit der jeweiligen Waffe noch kompatibel und vor allem vorhanden ist. Hier haben wir eine Vitrine. Die werden wir auf dem Rückweg öffnen. Dafür brauchen wir das Stars-Abzeichen. Die Handgranate kommt mit. Und das hier ist der Weg zum ersten Boss. Da wollen wir jetzt aber nicht hin. Wir gehen zurück zum Polizeirevier. Der Geheimweg hat sich hinter uns geschlossen, als wir durchgegangen sind. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn wir haben den T-Griff und mit dem können wir auch diesen Geheimgang wieder öffnen. Und das machen wir jetzt. Sesam, öffne dich. Wenn ihr Marvin nicht aufgeweckt hat, wird er immer noch dort schlafen. Und jetzt ruht er ewig. I'm sorry. Keine Angst, ich glaube, der hat nichts mehr gespürt. Wir packen jetzt alles beiseite. Bis auf die Browning, den Revolver, den Film hier. Und wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir noch das Ersatzteil hier mit, also die Taste und den Schlüssel. Wuppdi-fucking-du. Dann machen wir das jetzt einfach. Es gibt 2 Gegenstände, die man nur finden kann, wenn man diesen Film vorher entwickelt. Das eigene Vorwissen reicht nicht aus. Claire muss das einmal gesehen haben, deshalb werden wir jetzt diesen Film entwickeln. Wenn wir aber hier durchgehen, bleiben wir wieder leise. Denn der Lecker ist noch ganz in der Nähe. Wir werden immer wieder an diesen Biestern vorbeischleichen, aber wenn ihr einmal den Dreh raus habt, ihr könnt so viele Ressourcen sparen. Das geht wesentlich besser, als wenn ihr kämpft. Hier hinten entwickeln wir den Film. Das obere ist das Stars-Büro. Da haben wir auch die Batterie her. Und das untere ist der Presseraum vom Anfang. Ich habe gesagt, wir kommen nochmal wieder. Also, fangen wir erstmal mit dem Stars-Büro an. Das ist am nächsten. Gehen den ganzen Weg hier hoch. Wieder durch die Herrenumkleide. Und meine Güte, die Zombies liegen immer noch hier. Stellt euch vor, wir würden hier die Crimson Herz kriegen. Das wäre krank. Hier wieder langsam. Der Licker hängt entweder hier oben in der Ecke oder über dem Stars-Büro. Krieg dich wieder ein, wir sind gleich wieder weg. Den USB-Dongle nehmen wir mit. Den brauchen wir gleich für die Vitrine. Werden das Ding nochmal untersuchen. Den USB-Anschluss einfahren. Und jetzt ist es wieder das Stars-Abzeichen. Ansonsten wäre es quasi ein ganz anderer Gegenstand. Und den könnten wir unten nicht benutzen. Hier haben wir jetzt eine Eingabeaufforderung für diese Schublade. Die kriegen wir vorher eben nicht. Wir müssen erst diesen Film entwickelt haben. Und hier haben wir jetzt eine kleine Holzkiste und die enthält ein verlängertes Magazin für unsere Maschinenpistole. Das ergibt eine Kapazität von 50 Schuss. Halle fucking Luja, das Ding wird geil. Wir bleiben mal wieder leise. Hi, Lecker. Bist du hungrig? Das ist ein Du-Problem. Das hat nichts mit mir zu tun. Wir machen hier die Tür auf. Und macht das erst jetzt, wenn der Tyrant noch in der Nähe ist. Kann es sein, dass er auch hier in die Enge treibt und das wollt ihr nicht, glaubt mir. Hier haben wir jetzt den zweiten tragbaren Tresor und den werden wir jetzt genauso lösen wie vorhin auch. Also macht euch 8 Felder, genauso wie sie hier angeordnet sind, und geht die Knöpfe einmal durch. Das hier wäre 4. Tragt das jeweils in die Kreise ein. 1. 5, 8.
6. 2. 3. Und 7. Und jetzt brauchen wir die Sachen nur noch der Reihe nach hier eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ihr müsst nur die Konzentration bewahren, ansonsten macht ihr einen Fehler und das kann das Ganze hier in die Länge ziehen. Aber ja, wir haben beide Tasten. Und hey, Moment, hier ist noch ein Pulver, das nehmen wir noch mit, wenn wir schon mal dabei sind. So, nun ist es aufgepasst. Wir haben vorhin den Zombie beim Fressen gestört, das heißt, er wird hier irgendwo auf uns warten. Sag ich doch. Wir könnten jetzt natürlich warten, bis er hier reinkommt und an ihm vorbeistürmen, wie bei Gary. Ups. Ein Warnschuss. Mehr kriegt er nicht. Und der Zombie ist immer noch am Pennen. Sehr schön. Schlaf weiter, Dornröschen. Wir gehen jetzt nochmal zurück zu den Schließfächern. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal an dem Licker vorbei. Aber ihr seht, deshalb ist alles hier vorbereitet. Wir können hier so oft wie notwendig durch. Und brauchen uns keine Sorgen zu machen. So, diese beiden Tasten kommen rein. Einmal hier, einmal da. So, was haben wir hier Feines? Wir haben einmal die Tasche hier in Schießfach 203. Die holen wir uns jetzt. Und hier in 208 gibt es noch Brandgeschosse. Warum nicht? Auch die nehmen wir mit. Man könnte sich jetzt optional noch ein Messer mitnehmen. Aber ich denke mal, wir haben genug. Wir brauchen die Dinger nicht mehr. So, wir gehen wieder hier durch. Und wir machen jetzt noch einen letzten Ausflug zum Ostflügel. Den Impressorraum gibt es auch noch einen Gegenstand. Das ist die Munition für unseren überdimensionierten Taser. Wir gehen hier langsam durch. Dadurch haben wir das Überraschungsmoment. Hi Karen, bye Karen. Das ist diese lustige Crew, die einem am Anfang so ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Bist du wirklich tot? Okay. Und hier haben wir einen Zombie, der nur mit der Tür zugange ist. Den können wir ignorieren. Jetzt können wir uns hier diese Nadelkartuschen holen. Und sind hier fertig. Wir könnten jetzt nochmal gucken, ob Gary in der Nähe ist, aber ich denke mal, wir haben jetzt genügend Zeit hier vertrödelt. Ja, es wird langsam ein bisschen eng. Und wir haben noch ein bisschen was vor. Also, wieder zurück. Wir haben den USB-Dongle dabei. Ganz wichtig. Fahren wieder runter. Und das Stars-Abzeichen werden wir jetzt benutzen, um den Schalldämpfer für die Maschinenpistole zu kriegen. Der Schalldämpfer reduziert den Krach, den wir beim Ballern machen. Das ist so erstmal eine nette Spielerei, aber nicht wirklich erforderlich. Aber er stabilisiert auch die Waffe. Das heißt, wir treffen recht sicher auf mittlere Distanz und das ist beim nächsten Boss super hilfreich. Die Ding haben wir. Wie komme ich jetzt auf Munition? Wir haben beide Upgrades.
Und wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Speicherraum. Wir sollten nach Möglichkeit nicht vergessen, gleich noch den Turm mitzunehmen. Diese Stecker für das Schachfigurenpuzzle. Das könnte ansonsten ein bisschen peinlich werden. Und falls ihr noch ein Messer braucht, könnt ihr diesem Weg hier folgen, rechts runter und euch da noch eins mitnehmen. Aber ich denke mal, die braucht man nicht. Da haben wir den Turm. Wir können hier runter. Und jetzt könnte es sein, dass das Riesenbaby von vorhin noch hier ist. Wenn es nicht hier ist, ist es noch irgendwo in der Nähe. Oder irgendwo da rechts im Gang. Wir gehen langsam durch. Und wenn es vor uns auftaucht, ziehen wir es zur Not zum Ufer zurück. Aber ich denke mal, das entfällt gerade. Der ist da vorne. Gut. Und wir werden mit diesen Biestern jetzt auch nichts mehr zu tun haben. Wir hinken dem Zeitplan jetzt ein bisschen hinterher, aber wir haben natürlich noch ein paar extra Gegenstände eingesackt. Keine Sorge, die Zeit haben wir an sich. Wir sind jetzt bei wahrscheinlich 1 Stunde 40, wenn wir mit dem Boss fertig sind. Und das heißt, wir haben dann immer noch 40 Minuten für den Rest und dadurch, dass wir den Granatwerfer bisher eingespart haben, werden wir auch da wieder ein bisschen Zeit wieder gut machen. Wir holen erstmal die Maschinenpistole raus, kombinieren die Anbauteile. Der Schalldämpfer wird dafür sorgen, dass die Waffe zwei Plätze braucht, aber ich denke mal, Platz ist im Moment nicht wirklich ein Faktor. Wir nehmen alles an Maschinenpistolenmunition mit. Wir kriegen gleich noch eine vollständige Heilung mit Buff, aber wir können noch zwei Sprays mitnehmen. Das wird nicht weiter wehtun. Wir nehmen jetzt auch diese drei Stecker mit. Und wir erledigen dieses Puzzle hier, bevor wir speichern. Den Läufer nehmen wir raus und stecken stattdessen die Dame hier rein. Ne, Quatsch. Hier kommt der König rein. König. Hier die Dame. Und rechts der Bauer. Hier nehmen wir den Springer raus. Platzieren ihn rechts, da wo auch das Bild ist. In die Mitte der Turm. Und links den Läufer. Wenn ihr euch mit den Schachfiguren nicht auskennt, könnt ihr sie einmal kurz untersuchen und dann wird euch auch der Name angezeigt. Also nochmal. Läufer, Turm, Springer. König, Dame, Bauer. An sich nicht wirklich schwierig, wenn man den Dreh erstmal raus hat. Das Puzzle ist wahrscheinlich ein kleines bisschen abnervender als das von Sherry. Aber hey. Wir werden jetzt speichern. Und das machen wir auf einem neuen Spielplatz. Auf einem neuen Speicherplatz. Somit können wir zur Not noch ein Rollback machen, sollte irgendwas schieflaufen. Und dieses Farbband können wir wegschmeißen. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie scheiße spät es inzwischen schon ist. Ich kipp hier fast um, Leute. Also wundert euch nicht, wenn die Anzahl an Versprechern jetzt drastisch zunimmt. So. Wir haben schon mal blau und grün. Rot kommt gleich, das ist da vorne. Und wenn wir das hier haben, haben wir auch wieder unsere Dreier-Kombi. So, hoch, hoch, runter, hoch. So stellen wir den Strom hier unten wieder her. Und jetzt müssten wir sofort zu Sherry. Aber Daddy sagt nein. Und deshalb stellen wir uns erst einmal hier unter den Ventilator hin. Hier sind wir auf jeden Fall sicher. Birkin wird jetzt die ganze Zeit über oben rumlaufen. Und die Decke einreißen. Wenn wir hier aber stehen bleiben, greift er immer durch das gleiche Loch. Und ja, das klingt ein bisschen schmutzig. Aber hier kann er uns nicht gefährlich werden. Im Leon-Playthrough hatte ich gesagt gehabt, dass man eine Granate zum Rollladen schmeißen sollte, um ihn sofort hier runter zu locken. Das stimmt so nicht ganz. Ihr müsst das so abpassen, dass die Explosion seine Klaue mit erfasst und dann macht ihr genügend Schaden, damit er sofort runterkommt. Lohnt sich aber für uns nicht. Wir wollen die Granaten für später aufheben.
Hier warten wir jetzt darauf, dass er den Rollladen einreißt. Und sobald er weg ist, rennen wir los. Bleibt auf gar keinen Fall stehen. Ob er euch nun erwischt oder nicht, wenn ihr runterspringen wollt zur Boss-Arena, ist eine reine Glückssache. Aber wenn ihr trödelt, wird aus Pech eine Gewissheit. Au. Blöde Drecksau. Okay, nicht weiter schlimm. Wir sind jetzt schon ein bisschen angekratzt. Aber dafür haben wir diese Heilung. Wir haben jetzt auch wieder unseren Buff. Das heißt, wir können die Wirkung von diesen beiden Sprays ein bisschen strecken. Wir aktivieren den Kran. Holen uns den Flashbang. Und noch das Kampfmesser. Zur Strategie. Ich will den Kran nur einmal einsetzen müssen, um ihn runterzuhauen. Deshalb werden wir ihn jetzt ein paar Mal zu Boden schicken. Und wenn er kniet, greifen wir ihn mit dem Messer an. Weil so mit der Maschinenpistole werden wir nicht genügend Schaden machen. Und Moment. Das ist Blödsinn. Wir rüsten das Messer aus, verdammt. Das wäre jetzt beinahe fatal geworden. Versucht nach Möglichkeit den Torso und den Arm gleichzeitig zu erwischen. Das ist ein Doppeltreffer. Das macht ordentlich Schaden an ihn. Und wenn er wieder aufsteht, nehmt Abstand. Und wie ihr seht, wir treffen ihn auch locker aus mittlerer Distanz. Können hier den Abstand buchstäblich vorgeben. Und ihm gefällt das gar nicht. Vor allem nicht mit dieser 50-Schuss-Kapazität, mit der wir ihm regelmäßig einseifen. Und jetzt greifen wir ihn nochmal an. Das machen wir jetzt ein letztes Mal. Und wenn er das nächste Mal zu Boden geht, werden wir ihm mit dem Kran den Rest geben. Komm her. Ich will jetzt, dass er dort steht, wo wir ihn mit dem Kran ganz locker erwischen. Und weiterhin hier die Kontrolle behalten. Der Buff hat gerade den Schaden vollständig abgefedert. Na komm, mach irgendwas, ist in Ordnung. Ist nicht weiter schlimm. Aber passt auf, der kann euch auch zu Todes dann locken, wenn ihr Pech habt. Na komm, geh zu Boden. Sei brav, mach Sitz. Der Kran kommt. Wir holen den Flashbang raus. Und wenn er jetzt gleich auf die glorreiche Idee kommen sollte, aufzustehen, blenden wir ihn und er wird nicht mehr entkommen können. Hier. Das ist ein Flashbang. Bye, Birken. Hätten wir das Messer nicht benutzt, müssten wir ihn viermal zu Boden schicken. Und er wird bei jedem Mal aggressiver. Und das wollen wir uns natürlich nicht geben. Die Pistolenmunition brauchen wir nicht. Hier gibt es aber noch Maschinenpistolenmunition. Und meine Güte, wir haben viel zu viel übrig. Wir brauchen die Waffe gar nicht mehr. Aber wir können uns nochmal in aller Ruhe heilen. Jetzt bleibt nur noch das Nest und wir haben... Ja, es wird ein bisschen knapp. Aber wir kriegen das noch hin, Leute. Wir ziehen hier am Hebel. Und Sherry tragen wir jetzt zur Seilbahn. Die Türen werden bereits geöffnet sein und sollte man den Zombie an dem dritten Tresor nicht erledigt haben, wird auch die spawnen. Das Spiel sieht nicht vor, dass ihr hier mit eurem Partner angegriffen werdet. Ich meine, das wäre vor allem jetzt ziemlich abgefuckt, weil ja, ein Kind abschlachten, während es schon verletzt ist und getragen wird. Ich meine, wer macht so einen Scheiß? The Last of Us. Eine Spielreihe, die ich absolut nicht mag, weil ich es nicht sonderlich toll finde, wenn mir ein Spiel sagt, wann ich was zu fühlen habe. Das entscheide ich lieber für mich selbst, aber hey. Lassen wir das Thema. Okay. Better check everything. There's no turning back. Also wie Claire es gerade gesagt hat, bevor ihr den Hebel zieht, erledigt alles, was ihr erledigen wollt. Sei es nochmal der Besuch beim Polizeirevier oder sonst irgendetwas. Weil wenn wir erstmal im Nest angekommen sind, können wir nicht mehr weg. Aber der letzte Abschnitt ist an sich wirklich sehr kurz. Das einzige Gimmick hier ist am Anfang, dass wir unsere Zutrittsprivilegien regelmäßig upgraden müssen. Im Moment sind wir Besucher, dann müssen wir Mitarbeiter werden, Führungspersonal, Admin,
wir arbeiten uns quasi die gesamte Hierarchiekette hoch und kriegen immer Zutrittsrechte für den ganzen Bereich. Und an sich ist dieser Bereich auch super kurz. Vor allem, wenn man die richtigen Waffen mitbringt. Das sehen wir gleich. So, Sherry lassen wir erstmal hier, aber wir nehmen ihr Bändchen mit. Und hätten wir den Granatwerfer nicht schon längst mitgenommen, würde er hier liegen. Stattdessen kriegen wir hier nur eine Patrone für die Brandgeschosse. Und wo wir schon mal dabei sind, wir holen uns das Baby jetzt raus. Das Bändchen lassen wir grundsätzlich drin. Das brauchen wir jetzt. So oder so. Wir nehmen den Granatwerfer mit. Das Upgrade. Und wir nehmen den kleineren sind beides. 10 Schuss, okay. Nehmen wir einen davon mit. Normalerweise habe ich einen großen, einen kleinen, aber ich habe bisher auch nicht alles aus dem Polizeirevier mitgenommen. Und ganz wichtig, macht es jetzt zu einer Angewohnheit, ein Messer mitzunehmen. Es muss sich gut erhalten sein. Ein angeficktes reicht vollkommen aus. Aber so könnt ihr euch die Ivys vom Leib halten und rennt nicht in den Instakill. Moment. Hatten wir eigentlich noch Munition übrig für den Revolver? Nein, okay, dann lassen wir das. Ganz kurz zum Vergleich. Das ist unser Fadenkreuz für den Granatwerfer ohne Upgrade und mit dem Upgrade, was natürlich auch wieder dafür sorgt, dass wir 2 Plätze hier verbrauchen, kriegen wir dieses kleine Ding und können ganz genau bestimmen, wo die Granate hinfliegt. Das wird unser Leben deutlich leichter machen. Wir gehen jetzt erst einmal in die Cafeteria, bleiben aber da nicht zu lange, weil wir stehen gerade auf der Speiseliste. Oder Speisekarte. Irgendwie so. Wir nehmen hier die Handgranate mit, drehen uns um, schnappen uns hier links die Munition für den Taser, gehen hier weiter durch und nehmen die Leiter nach oben. Es gibt hier unten noch irgendwo Pistolenmunition, aber die brauchen wir nicht. Wir haben mehr als genug und die Pistole hat absolut ausgedient. Der Granatwerfer ist jetzt erstmal unsere Primärwaffe. Das Pulver hier nehmen wir mit. Und hier könnten wir noch ein weiteres Messer mitschleppen. Passt aber auf, hinter dieser Tür könnte direkt ein Zombie warten. Und der hat eine Ganzkörperrüstung an. Na, da bist du ja. Der braucht wahrscheinlich 2 Granaten wegen seiner Rüstung. Okay, der ist in Brand gesetzt. Er geht zu Boden, er ist platt. So viel dazu. Normalerweise würde ich ihm mit dem Revolver die Birne wegschießen, aber wir haben halt keine Munition mehr, weil ich hier und da wirklich ziele wie ein Vollidiot. Wir nehmen hier die Munition für den Granatwerfer mit. Das Upgrade für das Elektroschockgewehr. Der Kondensator sorgt dafür, dass das Aufladen schneller geht. Und hier ist unser Upgrade zum Mitarbeiter. Nicht unbedingt zum Mitarbeiter des Monats, aber das müssen wir hier auch erstmal nicht sein. Wenn wir jetzt hier durchgehen, haltet euch neben den orangen Streifen auf dem Boden. Geht nicht zu nah an diese automatischen Türen ran. Denn hinter der Tür zur Cafeteria warten gerade 2 Zombies. Nee, Quatsch, ich zähle 3. Alter. Und die haben sich schon ihr Schlabberlätzchen umgebunden. Die warten auf ein bisschen Claire süß-sauer. Kriegen sie nicht. Die sind fett genug. Jetzt können wir hier die Brücke aktivieren. Und als nächstes geht es zum Gewächshaus in der East Area. Mitunter einer der schlimmsten Orte im gesamten Spiel, je nachdem, wie man sich vorbereitet hat. Denn die Ivys dort kennen nur Insta-Kill-Angriffe. Wenn ihr kein Messer mitbringt oder irgendeine Granate zum Opfern habt, werden sie euch mit einem Angriff killen. Das sollten wir nach Möglichkeit vermeiden. Aber dafür haben wir uns bis jetzt den Granatwerfer aufgehoben und wir halten buchstäblich deren Kryptonit in der Hand. Und wenn die Biester jetzt auch einen Funken Selbsterhaltungstrieb in sich haben, sollten sie eigentlich weglaufen. Aber hey, die sind strunzdämlich, genauso wie normale Zombies auch. Und das sehen wir noch. Hier werden wir jetzt ein paar Sachen zurücklassen. Wenn ihr dieses Elektroschockgewehr benutzen wollt, kombiniert auf jeden Fall das Upgrade mit der Waffe.
Ich werde die Waffe hier nicht benutzen. Aber wenn ihr das macht, tut das auf jeden Fall. Ihr könnt die Ivys nur vorübergehend außer Gefecht setzen, aber es reicht aus. Das blinkende Etwas wollen wir haben. Und gerade wünsche ich mir eine Machete dabei zu haben. Oder vielleicht die Axt von Irons. Das wäre auch was. Das Pulver nehmen wir mit. An dem laufen wir nur vorbei. Denn der kann uns nichts, solange er noch aufsteht. Das ist wie mit den normalen Zombies auch. So, stellt euch bitte vor, das hier wäre das Nummernpad von eurer Tastatur. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der erste Code hier lautet 9, 7, 8, 9. Der zweite lautet 8, 0, 6, 1. Das habe ich bei Leon nicht richtig erklärt gehabt und ich denke mal, das Ganze ist wesentlich weniger abstrakt, wenn man dem Ganzen Zahlen zuordnen kann. Das hier verspringen wir. Bekommen unsere Verteilerkartusche. Und wir brauchen jetzt unbedingt einen sehr wirksamen Unkrautvernichter. Wir nehmen hier das rote Kraut mit, sagen Hallo zu diesem Ivy. Und das setzt ihn erstmal in Brand. Wenn wir ihn gleich nochmal so eine Granate verpassen, ist das Ding tot. Wir nehmen hier dieses Pulver mit, kombinieren das sofort mit dem hochwertigen Pulver, kriegen eine ganze Menge an Säure geschossen und das nimmt etwas weniger Platz ein, als wenn wir beide Gegenstände mitschleppen. Die Granate kommt mit. Und das hier ist eins der einfachsten Puzzle im Spiel. Aber wenn man das versaut, ist es auch super frustrierend. Ich nenne euch jetzt die Lösung. Gebt das Ganze langsam ein. Mitte. Links. Rechts. Mitte. Links. Rechts. Mitte. Links. Fertig. An sich super einfach, wenn man die Lösung kennt, aber wenn man einmal was Verkehrtes eingegeben hat, man ärgert sich schwarz, weil es dauert Ewigkeiten, bis man das hier wieder unter Kontrolle gekriegt hat und man kann es nicht resetten. Aber hey, wir haben hier unseren Unkrautvernichter, den müssen wir jetzt nur noch runterkühlen. Hallo Ivy. Er ist noch dabei, seine Wunden zu lecken. Aber da gibt es jetzt nichts mehr zu lecken, es sei denn, man steht auf Asche. Auch dem hier heizen wir ein. Und wenn die Dinger so ein schwarzes, verkohltes Stück Scheiße sind, sind sie definitiv tot und werden euch nicht mehr weiter behelligen. Das blaue Kraut kombinieren wir mit dem roten. Und da hier die Flammen gerade ausgehen, werden wir ihm jetzt den Rest geben. Somit können wir später hier wieder hochklettern und laufen nicht Gefahr, sofort in die Arme von dem Ivy reinzulaufen. Das ist jetzt ein bisschen einfacher als mit Leon, weil mit Leon haben wir die Biester nur mit der Shotgun gestunt. Das große Pulver sacken wir ein. Und als nächstes werden wir ein paar Perlen vor die Säue schmeißen müssen. Denn hier haben wir drei Zombies. Vorher nehmen wir noch jede Munition mit. Und die müssen... Eine Kartusche pro Zombie reicht aus, um einen Zombie zu killen. In aller Regel. Riecht ein bisschen wie Hähnchen nach dem Verfallsdatum, aber diese Zombies sind erstmal ruhig gestellt und werden uns gleich nicht nerven, denn gleich kommen nochmal ein paar Lecker. Das grüne Kraut hier kombinieren wir. Wir haben wieder eine vollständige Kombination. Und wir gehen hier langsam durch. Wenn die Lecker jetzt auftauchen, bleibt kurz stehen. Dann geht ihr langsam auf den ersten hier zu. Der zweite kommt da oben gerade raus. Und lockt den Licker ein bisschen zu euch. So, dass hier eine Öffnung entsteht. Und dann könnt ihr an beiden Lickern gleichzeitig ohne Probleme vorbeischleichen. Der Grund, warum ich gerade gesagt habe, bleibt kurz stehen, ist einfach der, dass ich auch schon mal die Licker sofort aggro hatte, obwohl ich langsam durchgegangen bin.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug war oder ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Aber seitdem ich es mir zur Angewohnheit gemacht habe, da stehen zu bleiben, ist das nie wieder passiert. Auch diese Zombies hier fackeln wir ab. Passt aber auf. Die haben noch ein bisschen HP. Und es dauert einen Moment, bis sie buchstäblich ausgebrannt sind. Der Granatwerfer macht Schaden über Zeit. Also erstmal viel Initialschaden. Und dann wirkt die Munition noch eine Weile nach. Das gleiche gilt auch für die Säuregeschosse. Apropos Säuregeschosse, wir machen uns noch mehr davon. Und haben schon mal 12 Stück. Das sieht schon mal ganz nice aus. Wir nehmen uns hier diesen Signalmodulator. Und solltet ihr jetzt gerade keinen Platz haben oder eure Brandgeschosse sind euch gerade ausgegangen, könnt ihr hier einmal durch und da vorne habt ihr gleich wieder eure Truhe. Aber ich denke mal, wir haben im Moment alles, was wir brauchen. Also gehen wir wieder runter. Wenn ihr den Strom hier wieder herstellt und ihr geht nochmal hier durch, wird hier nochmal ein Ivy auftauchen. Aus dem Angriff von einem Zombie oder einem Ivy könnt ihr euch auf ebenem Boden lösen, wenn ihr ein Messer dabei habt. Oder auch eine Granate. Wie dem auch sei. Das geht nicht auf einer Treppe. Also wenn ihr die Biester auf einer Treppe antrefft, haltet Abstand. Bekämpft sie nur aus der Ferne. Und denkt immer daran, dass sie eine recht perverse Reichweite haben. Ansonsten könnt ihr gegen den Insta-Kill nichts machen. Und das Ding verlangt nach Murf, also kriegt es Murf. Wir murfen den Modulator hier. Halten das Ganze einmal hier ran. Und der Strom ist wieder da. Jetzt müssen wir natürlich an diesem Lecker vorbei, der gerade da herumkriecht. Ist in Ordnung. Wir halten uns hier rechts. Ansonsten hätte ich ihn mir so ein bisschen mehr in den Raum reingezogen und wäre dann an ihm vorbeigelaufen. Aber an sich ist es jetzt erstmal egal. Die Alte hier ignorieren wir. Die wird nicht wach werden. Und hier können wir unseren Unkrautvernichter auf die nötige Betriebstemperatur runterkühlen. Das Ding läuft. Da haben wir das Ganze jetzt. Hier nehmen wir noch ein Pulver mit. Und dadurch, dass wir den Strom jetzt wieder hergestellt haben, ist auch der Serverraum offen. Da gehen wir als nächstes hin, weil auch da gibt es noch ein paar ganz nette Ressourcen. Die will ich haben. Die Zeit sollten wir noch haben. Ja, wir haben noch eine halbe Stunde, Leute. Ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen zu machen. So, ganz wichtig. Langsam. Ich höre die Viecher, aber ich sehe sie gerade noch nicht. Okay, Nummer 1 ist dort. Und Nummer 2 wird wahrscheinlich direkt vor dem Serverraum hocken. Ja. Hier könnt ihr auch mal ganz exemplarisch sehen, wie sich die Biester so ein bisschen aufrichten, wenn sie euch bemerken. Von daher haltet euch immer an der gegenüberliegenden Wand. So geht ihr keine unnötigen Risiken ein. Die Säuregeschosse kommen raus. Wir holen dafür jetzt aber die Brandgeschosse wieder rein. Aber wir werden 2 Geschosse hier verstauen. Die brauchen wir als Minimum für unsere Flucht später. Da haben wir noch mehr davon. Hier haben wir noch ein hochwertiges Pulver. Und hier hätten wir noch ein Kampfmesser. Ich meine, wir haben noch ein gut erhaltenes Messer in der Truhe drin. 2, ja. Mehr brauchen wir nicht. Wir schmeißen jetzt die Heilung, diese beiden Patronen auch noch raus. Jetzt haben wir 4. Das reicht auf jeden Fall für die Flucht. Und das Pulver kann auch raus. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall diese beiden Schlüsselgegenstände drin haben. Natürlich auch unser Bändchen. Und unsere Bewaffnung und die Rückversicherung sollte uns gleich ein Ivy zu nahe kommen. Sollte aber an sich nicht passieren dürfen. Es sei denn, ich schlafe hier mittendrin ein. Ja, mit dem Bereich sind wir erstmal fertig.
Jetzt können wir wieder hochklettern. Und wie gesagt, da wir die ersten beiden Ivys frittiert haben, dürfte uns hier auch erstmal nichts gefährlich werden können. Es ist aber ein neuer Ivy da. Und dem sagen wir gleich Hallo. Wir sagen ihm sofort, wie die Spielregeln hier aussehen. Wir liegen oben, nicht er. Was denn? Tat das etwa weh? Ja, sorry. Ich bin ein kleiner, kranker Sadist. Ich genieße sowas. Vor allem, wenn mich die Biester zuvor schon etliche Male platt gemacht haben. Rache ist süß. Aber der Idiot, der gesagt hat, dass Rache am besten kalt serviert wird, hat dieses Spiel wahrscheinlich noch nicht gespielt. So, wenn wir hier wieder rausgehen, taucht hier ein neuer Ivy auf. Den flammen wir an. Der wird jetzt zu Boden gehen und der wird erstmal seine Wunden lecken. Wir haben mehr als genug Zeit, um hier zu verschwinden. Das gleiche machen wir mit ihm. Und das würde an sich auch mit dem Elektroschockgewehr funktionieren. Die Viecher sind erstmal ruhig gestellt. Die werden euch auf eurer Flucht nicht weiter behelligen. Jetzt werden wir hier quasi zum führenden Mitarbeiter, Führungspersonal. Wir sind quasi auf Level 3. Der fackelt weiter. Das interessiert mich weiter. Aber wenn wir jetzt durch diese Tür hier gehen, wartet ein weiterer Ivy. Mal kann man an ihm vorbeischleichen, mal nicht. Ich gehe hier keine unnötigen Risiken ein. Das Ding soll brennen. Wir schnappen uns hier den Flashbang. Obwohl wir ihn genau genommen schon gar nicht mehr brauchen. Und hier passen wir auf, dass wir nicht in einen der beiden Ivys reinrennen. Hi! Und ihr seht, warum ich unbedingt diese Präzision mit dem Granatwerfer haben will, richtig? Das hier macht einfach nur einen kranken Spaß. Bye bye, ihr Idioten. Wir sind hier fertig und jetzt gibt es eigentlich nur noch zwei Bosskämpfe für uns. Und das war's. Nicht ganz. Es gibt noch eine weitere Tasche und die holen wir uns. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das dreckige Dutzend hier voll. Dann holen wir uns jetzt noch die letzte Tasche. Draufgeschissen. Die Zeit haben wir. Das sind 2 Minuten, Leute. Ihr braucht diesen Signalmodulator. Und dann könnt ihr wieder zurück hier zur North Area, dem Eingangsbereich. Geht dahin zurück, wo wir das erste Upgrade für unser Bändchen gekriegt haben. Also in dem Nap Room. Und stellen dort den Strom wieder her. Auf unserem Weg hier durch stellen wir wieder sicher, dass wir hinter der orangen Linie bleiben. Denn somit triggern wir die Zombies nicht, die in der Cafeteria auf uns warten. Und hier kann bisweilen ein Zombie auftauchen. Mal eine Karen, mal ein Larry. Das ist an sich gar nicht so wichtig. Manchmal taucht auch gar keiner auf. Das Spiel ist immer wieder mal für eine Überraschung gut. Du willst Muff. Du kriegst einen Muff. Wir muffen das Ding hier. Sorgen für Strom. Schnappen uns die letzte Tasche. Und jetzt haben wir die maximale Kapazität erreicht. Das ist so unglaublich unnötig. Und das werdet ihr auch gleich sehen, wenn wir uns auf den finalen Boss vorbereiten. Auch hier halten wir wieder Abstand zur Tür. Denn wir werden gleich speichern. Und es wäre recht bitter, wenn wir jetzt noch drauf gehen. Ich meine, zugegeben, der Rückweg hierhin ist nicht ansatzweise so lang, wie jetzt zum Beispiel der Weg vom ersten Boss bis zur zweiten Speicherung. Aber trotzdem, das würde meinem Ego wehtun. Nun müssen wir hier die letzte Brücke ausfahren. Und wir passieren auch sehr bald einen Point of No Return. Dann ist der Bereich mit dem Gewächshaus, mitsamt dem Serverraum, tabu. Der ist dann abgeriegelt. Und ich glaube, auch die Tasche kann man sich da nicht mehr holen. Hier haben wir noch eine Granate. Das dürfte die vorletzte sein. Dann haben wir alle. Und du willst OSS oder OSS. Okay. Das braucht manchmal ein bisschen. Ich habe nach wie vor keine wirkliche Lösung für den Kram. Ich mache das einfach nach Gefühl.
Aber das hier ist jetzt auch der letzte Einsatz von dem Ding. Und wir können es wegschmeißen. Bye. Der Strom ist wieder da. Und ach Gott, warum erinnert mich das jetzt an eine Zahnarztpraxis? Egal, wir nehmen das blaue Kraut hier mit. Latschen hier durch. Und werfen schon mal einen netten Blick auf den nächsten Bossraum. Der ist direkt unter uns. Recht geräumig, es gibt jede Menge Gegenstände da unten und kaum einen davon brauchen wir. Hier kommen wir jetzt an den Point of No Return. Wenn es noch irgendwas gibt, macht das jetzt. Sobald ihr das Ding hier vorne untersucht habt, gibt es kein Zurück mehr. Wir haben das Gegenmittel für Sherry. Und noch ein bisschen Pulver. Noch mehr Pulver. Und ein Kraut. Wir werden uns jetzt ein kleines bisschen auf den nächsten Bosskampf vorbereiten. Das heißt, wir schmeißen jetzt erstmal alles raus, bis auf unser Partybändchen und die Pulver hier. Wir sortieren das Ganze, holen die großen Schießpulverladungen raus. Das sind insgesamt 4 Stück. Und wir holen uns die entsprechende Menge an hochwertigen Pulver. Das kombinieren wir miteinander und hoffen, dass wir auch mal eine 6er-Ladung hier kriegen. Nee, alles nur 5er. Nicht weiter schlimm. Das ist immer noch mehr, als wir kriegen würden, wenn wir jetzt die hochwertigen Pulver mit den normalen kombinieren. Aber eine andere Kombination bleibt uns auch gar nicht mehr. Das heißt, wir holen wieder 4 Stück von denen raus. 4 Stück von dem normalen Pulver. Und jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Wie viel haben wir noch übrig? Och, wir könnten hier sogar noch ein bisschen Pistolenmunition machen. Whoop die fucking will. Okay. Die Ausbeute sieht ordentlich aus. Jetzt verstauen wir wieder alles und wir gucken uns an, was wir de facto haben. Wir holen den Granatwerfer raus. Und wir gucken uns das hier mal an. 10, 20, 30, 40, 43 Säuregranaten. Ich hoffe mal, der nächste Boss hat eine verdammt gute Sterbeversicherung, weil die wird er jetzt brauchen. Mehr brauchen wir nicht. Ja, ich weiß, das klingt gerade voll übertrieben, aber egal. Wir nehmen noch diese beiden Flashbangs mit. Wir brauchen die hoffentlich nicht. Aber der nächste Boss hat einen Sprungangriff, der sehr schnell zum Insta-Kill werden kann, wenn wir keine Verteidigungsgegenstände mitschleppen. Wir nehmen jetzt diese beiden Flashbangs mit, für den Fall, dass ich mittendrin einschlafe. Wir nehmen noch eine Kräuterkombi mit. Und wir werden jetzt ein letztes Mal speichern. Wir gucken nochmal auf die Zeit. Ja. Ich denke mal, bei ungefähr 2 Stunden 20 sind wir mit dem Ganzen fertig. Sehr viel ist das nicht mehr. Die Zeit, die uns angezeigt wird, ist aber auch nicht zu 100% akkurat. Da wird später noch ein bisschen was von abgezogen. Das mag mitunter daran liegen, dass ich nicht jede Filmsequenz auf den Frame perfekt abgebrochen habe. Vielleicht sind da noch ein paar andere Faktoren mit bei. Aber hey, draufgeschissen. Diesen Boss hier machen wir mit den Säuregranaten vertraut. Wenn ihr euch die Filmsequenz zuvor angeguckt habt, werdet ihr gesehen haben, dass Annette ihrem Ehemann mit den Säuregeschossen ordentlich zugesetzt hat. Und das ist quasi unser kleiner Tipp dazu, hier Säure zu benutzen. Jedes Mal, wenn er einen Schritt auf uns zumacht, hauen wir ihm eine Säureladung in die Fresse und das stunten. Und an sich ist dieser Kampf super einfach. Ihr solltet nur zusehen, dass ihr hierbei nicht einschlafen, weil dieser Kampf ist wirklich ultra langweilig. Jedes Mal, wenn er einen Schritt gemacht hat, ist das ein Signal für uns, dass er für den nächsten Stun empfindlich ist und wir machen das so lange, bis er tot umfällt. Wenn er uns in die Ecke drängt, stunnen wir ihn und gehen an ihm vorbei. Und an sich ist der Kampf hier schon gelaufen. Der hat keine Chance. Selbst wenn er seinen Insta-Kill-Angriff benutzen will, den können wir mit diesen Granaten abbrechen. Also der kommt zu rein gar nichts. Wenn ich nicht gerade mal daneben schieße oder sonst irgendeinen Blödsinn mache, hat er keine Möglichkeit zu agieren. Das ist wirklich super scheiße einfach. Und der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, ja, also hebt uns den Granatwerfer für später auf, macht auch keine Säuregranaten, die ihr vorzeitig benutzt oder so,
Und ihr seht, hier brauchen wir den Kram und wir brauchen irgendwas um die 30 Schuss, um ihn zum Boden zu... Das ist recht viel. Und es gibt sicherlich schnellere Möglichkeiten, um ihn platt zu machen. Aber das hier ist mit Abstand die sicherste. Wenn ich mich daran zurückerinnere, was ich hier für Probleme mit Leon hatte... Ich bin hier fast gestorben, Leute. Da ist das jetzt wirklich eine ganz süße oder eher saure Vergeltung. Das Biest hat keine Chance. Er geht in Phase 3 über. Er wird gleich was aus der Wand rausreißen. Wir geben ihm ordentlich Saures. Und sobald er sich wieder eingekriegt hat, wiederholen wir das Spielchen, das wir die ganze Zeit über mit ihm gespielt haben. Aber sehr viel HP dürft er nicht mehr haben. Auch hier könnt ihr wieder die Lebenskraft von dem Boss anhand der Augen ablesen. Und ironischerweise ist das im Prinzip genauso wie bei uns auch. Je rötlicher das Ganze ist, umso toter sind wir am Ende. Oder auch er. Was ist los, Dicker? Hast du keinen Bock? Willst du nochmal, dass ich später zurückkomme? Bist du nicht in Stimmung? Das ist ein Witz. Der wird es jetzt auch sehr bald hinter sich haben. So, der Bosskampf ist vorbei. Oh Gott, den haben wir so übel zugerichtet, der kann sich jetzt ein Behindertenzeichen auf den Sack kleben. Hier haben wir die letzte Handgranate. Hier gäbe es sogar noch Nadelgeschosse für den übergroßen Taser. Es gibt hier noch ein Erste-Hilfe-Spray, Munition für den Revolver, Standardmunition, so viel Schwachsinn, den wir gar nicht brauchen. Wir sind hier fertig. Das war kein Bosskampf, das war eine Hinrichtung. Und der nächste Boss wird nicht viel anders laufen. Der kann uns zwar verletzen, aber der hat keine Chance, Leute. Wir haben so viel Kram in der Rückhand. Das Spiel ist gelaufen. Im Prinzip könnten wir jetzt schon die Credits rollen lassen, denn es ist klar, wie das Ganze hier enden wird. Ja, ich bin mir gerade super selbstsicher. Und wir gucken nochmal auf die Zeit. Ja, die haben wir. Wir gehen wieder zurück zur North Area. Und jetzt werden wir Sherry von ihrem Leiden erlösen und sie endlich heilen. Und wie gesagt, sehr viel mehr kommt nicht mehr. Jetzt müssen wir gleich nur noch flüchten, den letzten Boss übel zurichten und dann sind wir hier durch. Das hier ist das finale Upgrade für unser Partybändchen. Wir sind jetzt Administrator und haben auch Zugriff auf den Zentralaufzug, der uns zu der... Dings bringt hier zu diesem Plattform-Ding, wo wir auch den Zug finden werden. Sesam, öffne dich. Oh, mal ganz ehrlich. So schwer war das Ganze doch gar nicht, oder? Okay, man soll den Tag nicht für den Abend loben. Aber mal ganz ehrlich, ich habe jetzt etliche Male hin und her probiert, wie ich das Ganze hier am besten zeige. Und letzten Endes dachte ich mir, okay, ich zeige jetzt einfach mal alles. Alles mit den Gegenständen, den Waffen, den Upgrades, diesen ollen Extra-Tasten, die man ersetzen kann. Unsere Bilanz wird am Ende nicht sonderlich toll aussehen, aber darum geht's gar nicht. Hauptsache, man erreicht ganz locker die Minigun und mehr wollte ich auch gar nicht zeigen. Aber jetzt gibt es natürlich noch den finalen Abschnitt und der wird nicht sonderlich lang sein. Wir haben jetzt maximal 10 Minuten und wir werden die noch nicht mal ausreizen. Hier gäbe es noch ein Erste-Hilfe-Spray. Wir können es doch nicht mal benutzen. Wir sind von der HP her auf Maximum. Das ist einfach nur bescheuert. Bei dem Leon-Playthrough habe ich mich so ein kleines bisschen über die Musik bei seiner Flucht beschwert, weil ich der Meinung bin, dass die thematisch nicht richtig in das Spiel reinpasst. Und ich bleibe dabei. Die will mir einfach nicht taugen. Da mag der ein oder andere vielleicht ein bisschen anders drüber denken. Aber grundsätzlich, keine Ahnung, sie ist total deplatziert. Aber das hier gerade, das Musikstück bei Claire... Das passt wie Arsch auf Eimer. Und man bekommt auch so ein gewisses Gefühl von Dringlichkeit. Die besteht hier aber gerade eigentlich nicht, weil wir können hier an den Ivys vorbeilaufen. Und macht euch wegen Sherry keine Sorgen. Die wird hier ohne Probleme durchkommen.
Und da wir ein Kind dabei haben, sind die Ivys vorher auch nicht aktiv. Bei Leon mussten wir die Biester stunnen. Hier laufen wir vorbei. Wir müssen hier auch nicht auf Sherry warten. Die wird sofort bei uns auftauchen, sobald wir diese Tür hier inspizieren und feststellen, dass das Ding verschlossen ist. Die wird jetzt zu dem Lüftungsschacht rüberklettern. Und wir müssen in der Zwischenzeit die Ivys aufhalten. Zwei Brandgeschosse sind alles, was ihr braucht. Zur Not tun's auch zwei Ladungen aus dem Elektroschockgewehr. Aber wir brauchen das Ding gar nicht. Das hier reicht vollkommen aus. Wir müssen sie nicht töten. Ich mach's aber. Weil wir es können. Weil sie da sind. Mehr Gründe brauchen wir nicht. Und die Viecher sind platt. Wir wechseln jetzt wieder zur Säuremunition. Und die Tür ist offen. Also von all den Non-Combatant Companions, die man in der Resident Evil Reihe hat, ist Sherry mein absoluter Liebling, weil sie steht einem einfach nicht im Weg. Und den Typen hier haben wir gerade gelöscht. Mit ein bisschen Säure. Ich meine, wir sind ja keine Unmenschen. Und wir sind sehr bald fertig. Hier ist unser Fluchtfahrzeug. Und bevor wir da einsteigen, schmeißen wir erstmal alles raus, was wir nicht brauchen. Und kramen unsere neuen Handgranaten raus, die wir im Laufe der Zeit eingesammelt haben. Wir brauchen die und die Minigun, die wir gleich noch bekommen. Die hat 400 Schuss und mehr braucht man nicht, Leute. Alles andere ist totaler Overkill. Apropos Overkill, was zum Teufel mache ich hier gerade? Man sieht sich an, wie viel Heilung wir hier angesammelt haben. Das ist schon nicht mehr witzig. Das ist schon fast zwangsgestört. Also wer so viel bunkert, ey. Alter. Und die Leute beschweren sich über Klopapier. Das geht gerade so auf. Und wir haben noch zwei Felder. Und die brauchen wir gleich noch. Man kann sich vor dem Kampf jetzt auch buffen. Das ist nicht super erforderlich. Aber ich mach's jetzt einfach. Sicher ist sicher. Also wenn wir nicht schon genügend Vorteile angehäuft hätten. Ich meine, guckt euch das an. Wir haben 8 Heilungen. Und dazu noch ein Buff, der den empfangenen Schaden sowieso noch dämpft. Also das ist einfach nur pervers. Wir bräuchten noch nicht mal so viel Platz. 2 Taschen hätten gereicht. Das, was wir hier gerade machen, das ist absoluter Wahnsinn. Wir setzen diese beiden Stecker hier ein. Versorgen die Plattform mit Strom. Und da hinten liegt unsere Minigun. Die nehmen wir noch mit. Wir haben alles. Auf zur nächsten Hinrichtung. Der Trick bei diesem Kampf besteht darin, nur die Augen anzugreifen. Körpertreffer sind super ineffektiv. Wenn ihr jetzt aber eine Handgranate wo dieses Biest schmeißt, zerstört ihr gleich alle Augen gleichzeitig und sie wachsen sehr schnell wieder nach. Hin und wieder wird das Biest auf uns zustürmen. Nein, 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 bleib hier. Drecksau. Ist egal, wir haben genug Granaten. Manchmal stürmt das Biest auf uns zu, dann müssen wir so ein bisschen ausweichen. Wenn er da oben steht und postet, können wir ihn mit dem Gatling-Geschossen so ein bisschen einheizen. Und wir schmeißen immer wieder eine Handgranate vor die Füße. Gucken, was er als nächstes macht. Wenn er auf uns zustürmt, gehen wir zur Seite. Wir weichen aus. Er knallt irgendwo gegen die Wand, hat wieder seine Augen und wir schmeißen eine Granate vor die Füße. Und das Ganze wiederholen wir. Die Granaten sind an sich wahrscheinlich schon genug, um das Biest zu töten. Manchmal versucht er hier hochzuklettern. Wenn ihr die Granate richtig timet, könnt ihr ihn sogar noch von der Wand holen. Aber grundsätzlich, lasst ihn einfach sein Ding machen. Der macht er jetzt seinen John Cena. Und das stört nicht weiter. Na komm, na komm. Leg dich auf die Fresse, hier kriegst du eine Granate. Hast du fein gemacht. Der hat's auch gleich hinter sich. Seine Augen sind wieder tiefrot. Und wenn er so saftet, dann ist er platt.
Wir können ihn jetzt noch die restlichen Granaten vor die Füße werfen. Wir können ihn mit der Gatling einheizen. Aber der Kampf ist an sich gelaufen. Wir könnten ihn jetzt auch beim Sterben zugucken. Also das war's im Prinzip. Mehr ist es nicht. Und das Spiel ist vorbei. Nun bin ich mal gespannt, wie unsere Zeit am Ende aussieht. Okay, ja. Das ist in Ordnung. Wir hätten noch ungefähr 12 Minuten gehabt. Und denkt daran, ich habe sehr viele optionalen Sachen gemacht, die gar nicht nötig sind. Und ich habe sehr viel erklärt. Und dadurch geht auch schon wieder jede Menge Zeit drauf. Wenn ich das Ganze so für mich selber spiele, brauche ich ungefähr 2 Stunden. Pi mal Daumen. Vielleicht auch 1 Stunde, 50 Minuten, je nachdem. Die zweite Tasche lasse ich in aller Regel aus und gebe mich mit diesen tragbaren Tresoren gar nicht ab. Also ihr könnt noch jede Menge Zeit sparen, ihr müsst nicht alles genau so machen, wie ich es gerade gezeigt habe. Ich wollte euch einfach nur jede Menge Optionen aufzeigen, die ihr habt. Und was euch am ehesten dabei hilft, euren S-Plus-Rang zu kriegen, das wählt ihr euch selber aus. Aber grundsätzlich ist das an sich gar nicht mal so schwer, auch wenn ihr versucht, alles zu machen. Wir kommen noch mit einem kleinen Zeitpolster raus. Und wenn ihr Claires Karten richtig spielt, ist das Spiel an sich gar nicht mal so schwer. Nicht einmal auf Veteran. Der Anfang ist ein bisschen happig wegen dem Revolver, aber sobald ihr den ein bisschen abgegradet habt, wird auch der zu einer recht nützlichen Waffe. Und sobald ihr die Maschinenpistole habt, habt ihr auch mit den Hunden leichtes Spiel. Und wie gesagt, hebt euch den Granatwerfer für den Schluss auf. Ihr braucht dieses Elektroschockgewehr an sich gar nicht mitnehmen. Wenn ihr den Granatwerfer aufhebt und beim Nest erst einsetzt, habt ihr das Spiel bei den Eiern. Der Rest ist einfach nur noch Kinderkram. Aber wie dem auch sei, ich hoffe mal, dieses Video hat euch geholfen. Und wenn es euch geholfen hat, dann lasst mir vielleicht ein Like da. Vielleicht auch einen netten Kommentar. Wenn ich euch irgendwo weitergeholfen habe, könnt ihr mir auch in den Comments sagen, wo das genau der Fall gewesen ist. Und wenn ihr nach wie vor irgendwo Schwierigkeiten habt, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen, dann komme ich nochmal auf das Ganze hier zurück. Aber ich hoffe mal, ansonsten hat euch das Video einfach nur unterhalten. Es hat eine Ewigkeit gedauert, dies hier zu produzieren. Ich sitze hier seit ungefähr 3 Wochen dran. Es gab immer wieder mal etwas, was ich auszusetzen hatte. Und das meiste ist auf meine überzogenen Selbstansprüche zurückzuführen. Das Gameplay ist in Ordnung, aber meine ewigen Versprecher, ich reg mich immer wieder aufs Neue drüber auf, die lassen sich nicht komplett vermeiden. Und ich denke mal, dieses Video hier reicht. Ich denke auch mal, dass ich jetzt erstmal mit diesem Spiel hier fertig bin. Vielleicht komme ich nochmal auf das Ganze zurück und zeige einen B-Run, aber das werde ich nur mit einem Charakter machen. Weil die Unterschiede zwischen beiden Charakteren sind super gering und die könnt ihr euch jetzt anhand der beiden Playthroughs, die ich hier gezeigt habe, auch soweit ableiten. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen werde. Ja, vielleicht spiele ich das Remake von Resident Evil 3, vielleicht irgendwas anderes. Aber ich werde vor allem jetzt wahrscheinlich erst einmal eine kleine Pause einlegen, denn ich habe in den letzten 3 Wochen meine Stimmbänder ordentlich geschrottet und ich brauche unbedingt eine kleine Pause, bevor mir die Stimme komplett wegbleibt. Aber wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Bye bye.